Aufgrund der anhaltenden Hitzewelle fordert das Umweltschutzamt die Bevölkerung auf, den Wasserverbrauch einzuschränken. Autowaschen, Rasensprengen und das Bewässern der Felder wird sogar mit Ordnungsstrafen belegt. Und das Wetter ist weiterhin trocken. Nicht so trocken, aber nicht immer. Bloß weil die den Treibhauseffekt nicht geregelt kriegen. Die spinnen doch. Morgen. Wer spinnt? Morgen. Soll ich noch Kaffee machen? Tee. Wann bist du denn aufgestanden? Um 5. Warum das denn? Du hast geschnarcht. Außerdem habe ich am Nachmittag noch eine Verabredung mit dem General. Und vorher muss noch der Artikel fertig werden. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Hast du was? Wieso? Schon gut. Ich habe kaum geschlafen. Du schläfst schon seit Tagen nicht mehr richtig. Ich glaube... Ach. Ja, lass es raus. Ich muss mal eine Weile weg von hier. Verstehe. Hey, Paul, Momo. Was meinst du mit eine Weile? Das weiß ich nicht. Hau ab, Paul! Ich dachte, das geht vorbei. Aber es geht nicht vorbei. Ich hocke in einem Loch und ich komme da nicht raus. Ach, Scheiße. Unsere Geschichte ist also vorbei. Nein, oh nein, nein, nein. So meine ich das nicht. Ich muss überlegen. Was musst du denn überlegen? Was ich aus meinem Leben mache. Ich muss irgendetwas tun, um in die Gänge zu kommen. Ach, Sigi. Ich lebe hier von deinem Geld. Und wenn ich mal einen Auftrag kriege, kriege ich den wegen dir. So kann ich nicht mehr leben. So nicht. Na, Unabhängigkeit, die Nummer. Ja. Und wenn? Wann? Und wohin? Weiß ich nicht. Irgendeine Redaktion in irgendeinem Kaff wird mich schon nehmen. Es kommt ein bisschen plötzlich an. Also ich meine, ich denke, wenn du... Ich kann auch heute schon abhauen, weißt du? Das ist dir lieber. Verdammt nochmal, dann hau noch ab. Hau ab! Okay, 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 ich bin schon weg. Ich bin schon weg. Eifelfeuer von Jacques Berndorf. Bearbeitung Maria Franziska Schüller. Regie Thomas Leutzbach. General? Wo sind Sie? Ravenstein, wo stecken Sie denn? Oh Gott. Memo von Sigi Baumeister. Ravenstein um 15 Uhr tot in seinem Jagdhaus gefunden. Sofort die Polizei benachrichtigt. Blut an der Leiche noch frisch. Wurde von mindestens 20 Geschossen eines großen Kalibers getroffen. 12 davon oberhalb der Taille. Körper ist nahezu durchtrennt. Übrige Geschosse haben Brustkorb bis hinauf zum Halsansatz durchlöchert in der Figur eines Kreises. Die vollautomatische Waffe, aus der 2 Salven geschossen wurden. General hat am Morgen Holz gehackt, am Schnürband seines rechten Schuhes frische Holzspuren. Anschließend ins Badezimmer gegangen. Rasierpinsel noch nass. Wahrscheinlich beim Gang aus dem Badezimmer in den Wohnraum durch die Geschosssalven von vorne getroffen. Kann auch sein, dass die Geschosse alle in den Rücken trafen. Wunden eventuell auf Ausschüsse und nicht auf Einschüsse zurückzuführen. Keinerlei Geschosshülsen und auch keinerlei Einschüsse an den Möbeln, Wänden etc.
Bewegung. Der Tote liegt da hinter mir. Hände hoch und umdrehen. Ja, wo bin ich denn hier? Fragen stellen wir. Negativ. Keine Waffe. Sie können sich wieder umdrehen. Wer macht denn so eine Sauerei und sägt den Mann mit einer Maschinenpistole durch? Was denn eine Maschinenpistole? Wie war das mit den Fragen? Ja. Sie sind also ein Bekannter des Generals. Ja, ich habe ihn etwa 8-mal getroffen. Und Sie wohnen seit kurzem in Dreisbrück? Ja. Und ich bin harmlos. Harmlos nun auch wieder nicht. Ach, rieche ich da eine Vorverurteilung? Sie wissen genau, dass Sie als Polizeibeamte solche Bemerkungen nicht machen dürfen. Sieh mal eine an. Da sind wir ja auf einen richtigen Profi gestoßen. Stimmt. Könnten Sie vielleicht in Güte erwägen, diese verdammten Schießprügel in Ihre Etuis zu versenken? Kommen Sie erst mal mit. Was wollen das? Wir unterhalten uns draußen weiter. Wir sind bloß Bullen. Nicht die Kripo und schon gar nicht die Mordkommission. Gerlach mein Name. Und das ist meine Kollegin Schmitz. Wir haben Anweisung, den Tatort abzusichern und nicht zu betreten. Kapiert? Und normalerweise müssten wir Sie vorbeugend verhaften. Mich verhaften? Wieso? Das versteht der brave Zivilist nicht. Wir sollen eben jeden verhaften, den wir hier antreffen. Also auch den, der uns verständigt hat. Also, woher kannten Sie den General? Ich habe ihn vor 2 Jahren kennengelernt. Genauer gesagt in der Kneipe Peripheria am Buttermarkt in Adenau. Schätze mal, es muss im März gewesen sein. Es war vor 2 Jahren. Aber es war nicht März, es war Anfang Mai. Bitte? Wenn Sie es genau wissen wollen, es war der 6. Mai. Woher wissen Sie das? Die Leute vom Personenschutz. Die kommen bei uns vorbei und sagen uns, was wir wissen sollten. Aber hier war kein Personenschützer. Hier war niemand. Er war ein Verrückter, dieser General. Und wenn er Urlaub hatte und hier im Wald lebte, schickte er die Schützer nach Hause, obwohl das gegen alle Regeln verstößt. Er brüllte dann immer, er könne sich allein windeln. Also sind wir alle 2-3 Tage hier vorbeigefahren und haben kurz guten Tag gesagt. Was war der eigentlich für eine Sorte General? Sie wollen uns weismachen, dass Sie das nicht wissen? Nein, wirklich nicht. Ob Sie es glauben oder nicht, danach habe ich ihn nie gefragt. Logistikspezialist. Einer von den Typen, die in 6 Tagen 500.000 amerikanische Soldaten an jeden Punkt der Erde bringen können oder 500 Großraumflugzeuge in 5 Minuten startklar kriegen. Er war einer der 10 Leute, die NATO-Geheimhaltungsstufe, NATO-Cosmic haben. Ach du dicke Sei. Welche Mordkommission ist eigentlich zuständig? Die aus Bonn. Aber wenn Sie mich fragen, ist das in diesem Fall völlig unwichtig. Wieso? Er ist hartnäckig. Ne? Ja, sehr. Also, zuerst wird der Leiter der Wache informiert. Der hat im Safe eine Liste mit Telefonnummern, die im Fall Ravenstein angerufen werden müssen. Das sind in diesem Fall 10. 10? Das ist ja verrückt. Was sind das für Nummern? Also, das dürfen wir nun wirklich nicht sagen. Aber Sie können sich vorstellen, dass die NATO in Brüssel genauso dabei ist wie das Verteidigungsministerium. Und sämtliche Geheimdienste. Könnte angehen. Da kommen Sie. Tun Sie sich einen Gefallen und halten Sie sich raus, ja. Wieso denn das? Das sind ekelhaft unhöfliche Leute. Gehen BNDler immer im Gänsemarsch? Wenn es mehr als einer ist, ja. So, dann brauchen wir mal. Also, los, meine Herren, an die Arbeit. Achtung, der Festredner kommt. Ist der Baumeister? Jetzt hat es ja nichts verschwunden. Darf ich ja nicht. Das ist richtig. Wir haben unbedingte Anweisungen, niemanden vom Tatort wegzulassen. Außerdem ist das Fahrzeug von Herrn Baumeister noch nicht gecheckt. Die Staatsanwaltschaft wird sicher Reifenspuren nehmen wollen. Ja, natürlich, natürlich. Aber damit eines klar ist, meine Herren, totale Nachrichtensperre, ja? Also los, wollen Sie einschlafen? Wir haben noch ein bisschen mehr zu tun heute, meine Herren. Danke. Ihr zwei seid schwer in Ordnung. Bedanken Sie sich nicht so früh, kann lange dauern. Was machen die da drin überhaupt? Keine Ahnung. Und ich glaube, ich will es auch gar nicht wissen.
Falls da auch nur Andeutungen von Spuren waren, haben die jetzt garantiert alles zertrampelt und verfälscht. Und die Bonner Mordkommission haben sie sicherheitshalber gar nicht erst mitgebracht. Was? Sie wollen doch nicht sagen, dass die Sache intern geregelt wird. Erinnern Sie sich an den Fall Barschel? Da sind eine ganze Menge Dinge intern geregelt worden. Und zwar mit der Begründung, man wolle die Öffentlichkeit mit Details verschonen und nicht verunsichern. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt dort hineingehe? Wahrscheinlich gar nichts, weil jeder auf den anderen wartet und niemand damit anfangen will, sie rauszuschmeißen. Aber fotografieren Sie da drinnen um Gottes Willen nicht. Wieso? Sehen Sie hier irgendwo einen Fotoapparat? Was zum Teufel diskutieren eure Chefs da eigentlich rum? Ich möchte nämlich nach Hause. Ja, die Frage ist, wer ran darf. Sie meinen, welcher Dienst? MAD oder BND? Meine Leute von der CIA oder vom Geheimdienst der NATO, von der Dachgruppe der NSA in Washington, aus dem Kanzleramt, vom Innenministerium. Naja, die würfeln jetzt, wer genügend Leute hat, um die Sache hier federführend aufzuklären. Und Sie sind von der CIA? Mhm. Aber Sie sprechen perfekt Deutsch. Da bin ich auch stolz drauf. Die CIA hat in Deutschland ein paar von uns auf der Payroll. Schon wegen der Sprache. Genug Leute hat nur der BND und im Grunde ist das auch jedem klar. Aber sie machen immer dieses Spielchen, damit es nach Demokratie und freier Mehrheitsentscheidung aussieht. Der BND ist fürs Ausland zuständig und der General war in Brüssel stationiert. Gut. Aber ganz klar werden wir alle mitmischen. Und? Was sagen Sie als Fachmann? Hat die Sache einen privaten Hintergrund? Oder ist sie beruflich bedingt? Na gut. Ich schließe aus 20 Schuss 9mm Maschinenpistole irgendeinen privaten Krieg. So geht doch kein Profi vor, oder? Richtig. Es sei denn, man will den Verdacht von Profis ablenken. Sind Sie irgendwo erreichbar? Probieren Sie es. Ich heiße Tom Becker. Aber Vorsicht. Werde gerade in Zielfahndung trainiert. Na, da empfiehlt es sich wohl, in Deckung zu gehen. Exakt. Tschüss. Ach, Oma ist da immer noch hier. Sie werden sich doch an die Nachrichtensperre halten, mein Lieber. Sie werden kein Wort über die Angelegenheit verlieren. Sie bitten mich zu verschweigen, dass ich hier die Leiche des Generals gefunden habe? Genau das. Das haben wir aber nicht so gerne. Es ist mir auch nicht angenehm, mein Lieber. Aber ich verlasse mich darauf. Nennen Sie mich nicht immer mein Lieber. Ich bin kein Mitglied in Ihrem Verein. Mein Lieber, wenn Sie Ihre Schnauze nicht halten, dann reiße ich Ihnen persönlich die Eier ab. Ach, in diesem Sinne, auf Wiedersehen. Arschloch. Treffend formuliert. Hm? Er kriecht dauernd irgendwelchen Leuten bis zum Anschlag in den Hintern. Und wir müssen ihn suchen. Das, was mein Chef ist, wird auch Zuckerstückchen genannt. Oh, wie schön für ihn. Vorsorge ist die schönste Sorge. Und? Haben Sie was erfahren? Eigentlich nichts. Mensch, die haben ja alle Themen guter Hausfrauen drauf. Kinder, Schule, Partys und so. Kann ich Ihre Adresse haben? Aus dienstlichen Gründen sollte ich Ihnen eigentlich nicht sagen, dass ich in Adenau, Kirchgasse 28, ein Apartment habe. Kirchgasse 28. Sie steigen in die Geschichte ein, nicht wahr? Ich bin schon drin. Seit 15 Uhr. Ich brauche Ihre absolute Verschwiegenheit und die Zusage, dass Sie in dieser Geschichte exklusiv für den Spiegel arbeiten. Jede Geschichte für euch war eine Exklusivgeschichte. Was soll diese Feierlichkeit, Sibelius? Das werden Sie gleich hören. Dieser General hat sich nämlich nicht versehentlich mit der eigenen Schrotflinte erschossen. Hm? Was sagen Sie jetzt? Nein, das ist ja unglaublich. Und woher haben Sie diese Meldung? Querverbindung zum Bundesnachrichtendienst. Hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Moment, nicht frech werden, Baumeister, ja? Sibelius.
Ich war es, der den General gefunden hat. Was sagen Sie da? Ich sagte, ich habe den General gefunden. Gestern Mittag. Er ist mit einer Maschinenpistole durchgesägt worden. Wiederholen Sie das bitte? Ich habe Exklusivfotos vom Haus, der Leiche und den Geheimdienstleuten, die an dem Fall arbeiten. Sie wollen mich wohl auf den Arm nehmen? Warum sollte ich? Ich verlange das Dreifache des sonst üblichen. Und haben Sie sonst noch Neuigkeiten, die ich schon weiß? Der General hatte für heute einen Termin mit dem Kollegen Langmuth aus Düsseldorf. Er wollte Langmuth eine heiße Geschichte liefern, die nach seinen eigenen Worten die Regierung zum Wackeln bringt. Und jetzt ist er tot und ihr wisst nicht, was er erzählen wollte. Ja, so ist es. Und? Machen Sie weiter? Ja. Gibt's Neuigkeiten aus Brüssel? Klar. Unsere Leute waren verdammt schnell und haben Seepferdchen aufgetan. Wen? Baumeister. So heißt Ravensteins alte Sekretärin, die hat er schon seit Washington. Müsste man sich mal ausführlicher drum kümmern. Okay, gespeichert. Und? Nicht so hektisch. Also, der General hat seinen Schreibtisch vollkommen ausgeräumt. Er hat offensichtlich nicht damit gerechnet, jemals nach Brüssel zurückzukehren. Gekündigt hat er allerdings nicht, weder im Verteidigungsministerium, noch im Kanzleramt, noch beim Chef der NATO. Aha. Wir nehmen an, dass er unserem Mann eine Geschichte erzählen wollte, die es ihm dann unmöglich machen würde, wieder an seinen Arbeitsplatz zurückzukehren. Mist. Könnten Sie grob andeuten, was Sie vorhaben? Ich will das Dreifache und möchte, dass Sie mir das per Fax bestätigen. Sonst geht die Story zur Konkurrenz. Nicht doch, Baumeister. Ich leg erst los, wenn mein Fax anspringt. Kapiert? Ich dachte, Sie könnten endlich im Bett liegen und schlafen. Dachte ich auch. Aber der Leichenwagen für Ravenstein kam erst heute Morgen gegen 3 Uhr. Und dann das hier. Tödliche Schusswunde. Das hat ihn über dem rechten Auge erwischt. Wer ist der Junge? Carlo lebte in den Wäldern hier. Genauer gesagt, in dem alten Munitionsdepot da hinten. Wieso? Hat er keine Eltern? Doch, sogar sehr wohlhabende. Der Vater ist ein Rechtsaußen, Metzgermeister in Godesberg. Aha. Carlo heißt natürlich Karl. Soweit wir wissen, nicht vorbestraft. Irgendwie ein Rächer der Enterbten, völlig abgedreht. Kannte er den General? Wir gehen davon aus. Vom Haus des Generals bis zum Munitionsdepot sind es nicht mehr als 1000 Meter. Baumeister, Sie sollten verschwinden. Wieso? Eine zweite Leiche ginge ja noch, aber Leiche Nummer 3... Wieso 3? Liegt da hinten. Küster Mattes aus Kaltenborn. Das gibt's doch nicht. Die heiligen Arroganzen werden erneut aus Bonn einfallen. Und Sie haben doch Recherchierverbot. Ja, okay, aber ich brauche noch... Also, was sagt die Fachfrau? Der alte Mattes, also... Gestern war Mittwoch. Mittwoch ist der Tag, an dem er den General besucht, wenn er hier in der Eifel ist. Tja, ich denke... Er ist dem Mörder über den Weg gelaufen. Und Carlo? Das Gleiche, vermute ich. Was ist mit diesem Munitionsdepot? In den 60er Jahren gab man das auf. Rund 30 Gebäude auf einem riesen Gelände mitten im Wald. Irgendwie wirkt das pervers. Jedenfalls hat Carlo dort gelebt. War er sowas wie ein Ausgestoßener? Eigentlich nicht. Er wollte so leben. Uns ist er nur aufgefallen, weil in Godesberg eine junge Frau als vermisst gemeldet wurde. Ein Kneipier hatte angegeben, seine Bedienung sei spurlos verschwunden. Also guckten wir rein routinemäßig im Depot nach. Und da stand die Verschwundene, splitterfasernackt vor Carlo und ließ sich malen. Ach, wie schön. Die Frau ist übrigens berufsmäßige Nutte, verdammt hübsch. Danke für den Tipp. Und dass Sie mich hierher geholt haben. Baumeister, ich muss aber erwähnen, dass Sie hier waren. Das kann ich nicht verschweigen. Na klar. Ich bin ja schon weg. Machen Sie es gut. Mit 3 Leichen? Ah!
Sigi. Du hier? Schön, dich zu sehen. Die Tür war auf. Ist was mit dir? Hat die Kripo ins Herthorenboss dich gefeuert? Urlaub. Wo steckt Rodenstock? Hier war eben ein paar ausgesprochen höfliche Exemplare, Marke Anzug, Krawatte und so. Du sollst dich umgehend bei einem gewissen Meier im Innenministerium melden. Probleme? Komm, lenk mal nicht ab. Was ist los mit dir? Rodenstock ist verschwunden. Was heißt verschwunden? Er ist weg. Richtig weg. Jetzt mal langsam, Mann, für den zweiten Bildungsweg. Wann hast du ihn zum letzten Mal gesehen? Vor 2 Wochen. War er bei dir in Holland? Ja. Er hat plötzlich angefangen, von du zu reden, immer öfter. Erst waren es nur ironische Hinweise, dann wurde es auffällig. Er sagte so Sachen wie, mein Krebs holt mich wieder ein. Ich habe panische Angst gekriegt. Warum hast du mich nicht angerufen? Ach Mensch, Sigi, wir hatten Schwierigkeiten in der Beziehung. Er war irgendwie unberührbar. Wenn du verstehst, was ich meine. Na sicher, ich bin eine alte Frau. Ach, Emma, jetzt hör mal auf mit dem Blödsinn. Was war los? Es ist öfter passiert. Er war impotent, also ach, er... Ach du Scheiße. Ja. Ach, ich weiß, was das heißt. Hm? Das kann doch jeden Mal erwischen. Wann ist er verschwunden? Vor 14 Tagen. Ich ging morgens aus dem Haus zum Dienst, als ich zurückkam, war weg. Sein Auto auch. Er ist nicht in seiner Wohnung an der Mosel. Ich hab Baumeister. Ich hab sogar 2 Fahnder von mir losgeschickt. Ja. Aber die konnte auch nichts feststellen. Sie haben ihn nicht gefunden. Ach, sieh, ich bin wie eine 17-Jährige, die ihre erste Liebe vermisst. Emma. Wo steckt Dina eigentlich? Ich meine, zusammen heulen wäre irgendwie netter. Dina ist nicht mehr bei mir. Wie bitte? Will selbstständig werden. Vor allem beruflich. Ja, ist das schlimm? Jetzt fang du nicht auch noch an. So, der 2. Tag. Aber du weißt, wo sie ist. Ich hab keine Ahnung. Kann nur warten. Soll ich die Fahnder schicken? Nee, das würdest du fertig bringen. Nein, sie wird sich schon irgendwann melden. Allerdings, ich müsste eigentlich verschwinden. Hä? Ich kann nicht von zu Hause operieren, wenn du verstehst, was ich meine. Ah, Schwierigkeiten? Vornehm ausgedrückt. Welchen Fall kenne ich denn? Wahrscheinlich. Der Fall des deutschen Generals Ravenstein. Mir schwante sowas, als die Typen hier auftauchten. BND? Ich war mit dem General verabredet. Und am gleichen Tag hatte er auch einen Termin mit einem Spiegelkollegen. Ravenstein wollte eine Bombe hochgehen lassen. Und offensichtlich geht der BND jetzt davon aus, dass ich der Journalist gewesen bin, den er treffen wollte. Ach du lieber Gott. Ja, wir sollten eine Notgemeinschaft gründen. Ich könnte ein bisschen mit ein paar Fahnder aushelfen und du mit deiner... Ich wusste doch, dass du anbeißt. Entschuldigung, Moment. Baumeister? Ja, Heike Schmitz hier. Ah, Frau Schmitz. Wissen Sie was Neues? Ja, allerdings. Für Sie ist alles, aber wirklich alles dicht. Dachte ich. 2 Wagen in Brück, einige andere auf der B257, 258, 410 und 421. Schwarze 7er BMWs. Habe ich Leuten hören. Schöne Grüße von meinem Kollegen Gerlach. Danke, ihr seid super. Übrigens haben wir Verstärkung bekommen von der Kripo aus Herthorenbosch. Aber erkläre ich später. Ich habe noch was verdammt Wichtiges. Auf dem Rückweg habe ich festgestellt, dass das Haus des Generals durchsucht worden ist. Mehr als gründlich. Aber das wisst ihr schon, oder? Ja, das waren natürlich unsere Geheimdienst-Freaks. Die haben nach einer Unterlage des Amtes für Fernmeldewesen gesucht. Fragen Sie mich nicht, was das für ein Amt ist. Und was der General damit zu tun hatte, weiß ich auch nicht. Es müssen an die 30 Blatt DIN A4 sein. Und die haben Sie nicht gefunden? Nein, haben Sie nicht. Aber mehr kann ich nicht sagen. Ich komme sowieso schon in Schwierigkeiten. Heike, bitte, was glauben Sie, wo suchen die als nächstes? Ach, verdammt, Baumeister, sind Sie hartnäckig.
Der General hatte noch ein Haus in Meckenheim-Merl, weil er viel in Bonn zu tun hatte. Wenn Sie da nicht auch schon alles auf den Kopf gestellt haben. Sie sind in der Regel doch vorsichtiger, nicht so offen brutal. Ich verstehe das einfach. Ja, ich ehrlich gesagt auch nicht, aber ich muss jetzt. Kann übrigens sein, dass Ihr Handy längst auf dem Schirm ist. Dann sehen wir beide uns bald im Knast wieder. Oh, angenehme Vorstellung. Ja, sehr charmant. Danke. Passen Sie auf sich auf. Sie auch. Bis bald. Emma, hast du dein Handy mit? Meins muss mal Urlaub machen. Verstehe. Welches willst du, das Dienstliche oder das Private? Das Private. Also, womit fangen wir an? Sag mal, weißt du, was das Amt für Fernmeldewesen ist und was es tut? Ach, soll ich, Käskopp, mich hier besser auskennen als du? Ah, pardon, meine Frau. Aber, soweit ich weiß, sind sie zuständig für alle Sorten Funkverkehr bis hin zu Morsegeräten. Ich kann das abklären. Unser Archiv arbeitet schneller als deutsche Beamtenärsche. Dann leg mal los. Ich hab noch was zu erledigen. Sigi, wo willst du hin? Kirsch, Oberarzt, was kann ich für Sie tun, Herr Baumeister? Für mich wahrscheinlich gar nichts. Ich möchte mit meinem Freund Rotenstock sprechen. Und sagen Sie bitte nicht, dass der unter das Datenschutzgesetz fällt. Er wird Ihnen die Eier abreißen. Wie bitte? Tut mir leid. Kann ich mit Rotenstock sprechen? Wie geht es Ihnen? Und noch was, damit Sie mir glauben. Rotenstock ist ein älterer Herr mit Brille und weißen Resthaaren. Nicht übergewichtig, aber mit leichtem Bauch. Wirkt ungeheuer freundlich, ist er auch. Kann aber messerscharf denken, was Ihnen als Chirurg gefallen müsste, wenn Sie überhaupt ein Chirurg sind. Er hat, das ist mal sicher, Hodenkrebs, der als Alterskrebs bezeichnet wurde. Er ist Kriminalrat AD, leitete die Mordkommission in Trier und vernachlässigt sich sträflich. Ich kann Ihnen nicht einmal sagen, ob wir einen derartigen Patienten haben. Wie kommen Sie denn darauf? Nichts als scharfe Kombinationsgabe. Rodenstock ist treu. Er wechselt nicht so gern die Krankenschwestern. Was wollen Sie wirklich? Ich suche ihn. Ich suche ihn dringend. Da gibt es eine Frau, die pausenlos heult. Und ich brauche ihn, weil ein Mordfall ansteht und er mir helfen soll. Und ich denke, er hat dem Personal bei euch den Befehl erteilt, so zu tun, als sei er gar nicht vorhanden und vor allem keine Besucher zuzulassen. Das läuft aber nicht. Der Mann wird gebraucht. Reden Sie immer so viel? Nein, außer es geht um Rodenstock. Also, ist er bei Ihnen und ist er in Gefahr? Ob er hier ist, weiß ich nicht. Darf ich nicht wissen. In Gefahr ist er nicht. Reicht das? Das reicht, danke. Liegt der Mann überhaupt oder spaziert er einfach nur herum? Also, sagen wir mal so, er ist, soweit ich das beurteilen könnte, wenn ich den Mann zu behandeln hätte, nach Ihren Schilderungen durchaus nicht bettlägerig zu nennen. Trotzdem darf er partout keinen Besuch. Sie wollen mich im Ernst wieder wegschicken? Nun ist es aber gut, ja? Eigentlich haben Sie ja gar keine Befugnis. Und Ihr Auftreten wird ganz bestimmt nicht zu seinem Seelenheil beitragen. Wenn Sie sich da mal nicht vertun. Also gut, ich bin ganz brav. Aber nur unter einer Bedingung. Naja, Damenbesuch ist natürlich was ganz anderes, wenn Sie das meinen. Danke, Doktor. Ich werde Sie wärmstens weiterempfehlen. Emma. Geschlafen? Ja, eine getanere Arbeit. Ja, ein bisschen. Rodenstock ist auferstanden, Mädchen. Ich hab ihn erwischt. Was? Ja? Wo ist er? Nein, das will ich gar nicht wissen. Oh, was geht ihm gut? Ja, geht es ihm gut. Und du fährst morgen nach Trier ins Brüderkrankenhaus. Oh, da ist er. Der Oberarzt heißt Kirsch und sagt Rodenstock. Ich kann ihn verstehen, aber er soll gefälligst seinen Hintern hochheben und zur Arbeit erscheinen. Sigi, lass dich umarmen, lass dich umarmen, Sigi. Lass uns feiern. Ich muss noch mal weg. Ha?
Hinaus ins feindliche Leben? Genau, ins feindliche Meckenheim. Aber nur, wenn ich mit darf. Na gut. Oh, vielleicht interessieren dich auch ein paar Archivauskünfte aus Herzogenbosch. Verdammt. Da ist schon wieder so ein schwarzer BMW hinter uns. Halt die mal fest, Mädel. Jetzt machen wir Schumi-Konkurrenz. Kannst du dich trotzdem konzentrieren? Verfolgungsjagden aktivieren meine grauen Hirnzellchen. Okay, dann Konzentration. Welche deutsche Einrichtung wusste 1968, lange vor jedem Spion der Amerikaner vom Einmarsch der Russen und der DDR-Truppen in die damalige Tschechoslowakei? Ich hasse Ratespiele. Es war das Fernmeldebataillon der Bundeswehr in Daun. Unterabteilung des Bundesamtes für Fernmeldewesen. Das ist nicht dein Ernst. Ja, mein voller Ernst. Man nennt dieses Fernmeldebataillon auch die musikalische Truppe Deutschlands. Alle Angehörigen von diesem militärischen Zirkel verfügen nämlich über das absolute Gehör. Das mit der Tschechoslowakei 1968 ist ja sehr interessant, aber Ravenstein wurde diese Woche getötet, nicht vor fast 30 Jahren. Ja, Geduld, mein Lieber. Das Antennenfeld war auch aktiv im Spiel, als die Amis den Kopfkrieg führten und die Logistik im Wesentlichen aus Deutschland kam. Oder nehmen wir den Krieg in Ex-Jugoslawien. Die Anlage in Daun kann jedes Gespräch zwischen zwei Panzerkommandanten abhören, jedes Gespräch zwischen zwei Artillerieeinheiten und jedes Gespräch, das streckenweise drahtlos läuft, also auch alle Morsegespräche. Donnerwetter! Ja, technisch ist es ein Hochleistungszentrum. Selbstverständlich habt ihr in der Eifel keine Ahnung, was auf dem Berg da nördlich von Daun abläuft. Und das ist auch durchaus beabsichtigt. Das ist ja der Hammer. Du solltest dich vom BND anwerben lassen. Ach, und du solltest den Beifahrersitz mit Kotztüten pflastern. Erstmal zeige ich's diesem Arsch hinter uns. Durchhalten. Nur die Kurve noch, dann ist er alle. Oh. Na, wer sagt's denn? Lebst du noch? Ja, ein bisschen. Also, Zwischenfrage. Dieses Amt für Fernmeldewesen ist also der Knotenpunkt. Aha. Das heißt, wenn der BND was wissen will, was nur die Downer rausfinden können, ja? Schaltet er das Amt ein. Und das gibt den Auftrag an die Bundeswehr in Daun? Ganz genau so ist es. Der General muss sehr oft in Daun gewesen sein. Und zwar immer, wenn er sich in seinem Jagdhaus aufhielt. Wusstest du das nicht? Nee. Aber wenn man in seinem privaten Bereich herumschnüffelt und nach einer kleinen Akte des Bundesamtes für Fernmeldewesen sucht, was heißt das für die Fachfrau? Ach, würde ich das wissen, hätten wir wahrscheinlich die Lösung für die drei Morde. Doch, jetzt habe ich aber die Faxen dicke. Hä? Jetzt haben wir schon drei von diesen Möchtegern-Rennfahrern hinter uns. Ich habe keine andere Wahl. Gib mir mal dein Handy. So. Jetzt bist du fällig. Meier, Sie Schwachkopf. Baumeister. Sie machen mir Kummer, verdammt nochmal. Sie recherchieren. Und Sie jagen mich, gleich mit 7 BMWs. Sowas macht ein anständiger Mensch doch nicht. Ja, und warum sind Sie nicht hinter den Kollegen von der Bild her? Die recherchieren doch auch. Wir wissen ziemlich genau, was wir tun. Die Fähigkeit ist Ihnen abhanden gekommen. Schon die Meldung, der General hätte sich versehentlich mit dem eigenen Jagdgewehr erschossen, war einfach hirnrissig. Und warum, Meier, haben Sie das Jagdhaus so verwüstet? Ich weiß. Sie suchten die Akte vom Amt für Fernmeldewesen. Aber warum suchten Sie sie ausgerechnet dort? Der General passte Ihnen nicht in den Kram, das ist klar. Aber deshalb müssen Sie ihn doch nicht gleich für dämlich halten. Woher wissen Sie das mit der Akte? Ich recherchiere, Meier, ich recherchiere. Dann pfeifen Sie Ihre Truppe zurück. Sagen Sie Ihren Jungs, Sie sollen die Karren in die Garagen fahren. Gut. Wann kann man sehen? Ich rufe Sie an. Und geben Sie sofort Befehl. Nicht erst in einer Stunde oder so. Meier, Sie haben einfach die schlechteren Karten. Such is life. Arschloch. Respekt, Baumeister. Rodenstock wäre stolz auf dich. Wo fahren wir eigentlich hin? Ins zweite Haus von Ravenstein, nach Meckenheim. Was? Du musst nur noch die genaue Adresse rausfinden. Oh,
Meister. Die machen mich doch fertig im Archiv. Ich bin noch auf Urlaub. Tja, dann müssen wir eben auf deutsche Beamtenhirsche zurückgreifen, oder wie war das? Okay, ich geb mich geschlagen. Dem Ding willst du die Türe knacken. Na hör mal, sowas lernt man bei uns schon in der Polizeischule. Okay. So. Oh nee. Guck dir dieses Chaos an. Dachte ich's mir doch. Fotografiere das Ganze. Ich schau mich schon mal ein bisschen um. Diese gottverdammte Männerspiele. Findest du es nicht komisch, dass in die Häuser nebenan und gegenüber gar kein Mensch ist? Die Leute machen eben auch Urlaub. Aber das sind doch gar keine Schulferien über euch. Wo bist du dann? Hier im Arbeitszimmer. Wahrscheinlich hat er die Akte gelesen und dann einfach vernichtet, um niemanden in Gefahr zu bringen. Sich selbst auch nicht. Kluges Mädchen. Aber trotzdem sind die Aufklärer wie verrückt hinter seinem Exemplar her. Das kann nur bedeuten, dass es ein nicht nummeriertes Exemplar ist. Diese Kopien sind nummeriert, sodass Verwechslungen nicht vorkommen können und kein Unbefugter darüber verfügen kann. Und das wiederum hieße, der General hatte Helfer. Irgendwo, wahrscheinlich bei der Bundeswehr. Wahrscheinlich in diesem Bundesamt für Fernmeldewesen. Ach, guck mal da. Ja, unter dem Leder hier steckt ein Zettel. Ewald Herterich. Was? Zur Zeit 64502 Saint-Jean-de-Luz, Frankreich, Biscaya. Zeig mal. Rufnummer wird nachgeliefert hier. Da steht einwandfrei. Ewald Herterich, ja. Kennst du ihn? Ja. Das war ein Bundestagsabgeordneter, der in Ex-Jugoslawien in die Luft gesprengt wurde. Aha. Er war dort für die UNO, Verwalter einer Stadt. Ich kannte ihn gut. Bring doch eine mit! Das Rheinland, wie es singt und lacht. Lass mich mal. Guten Abend. Können Sie uns vielleicht weiterhelfen? Ja, sicher doch. Kommt her zu mir, die einsam und verloren seid. Entschuldigung, wir hatten eine Einladung zu General Ravenstein. Letztes Haus auf der linken Seite. Aber er ist nicht da. Die Nachbarn gegenüber, rechts und links auch nicht. Wir verstehen das nicht so ganz. Das ist alles ungeheuer komisch. Nee, das ist ja nicht komisch. Nee, die sind für eine Nacht ausquartiert worden. Aha. Wissen Sie? Ja, evakuiert nennt man ja, das. Ja, wir ohne. Sind doch alles Hermann. Kleine. Hermann, ist das gut? Hören Sie mal, nehmen Sie den um Jottes Willen nicht so ernst. Der ist nämlich ständig besoffen. Quack. So, und jetzt erzählen ich Ihnen Flöck, also die passen Sie auf, die Stadt. Die Stadt, die hat nämlich festgestellt, dass in der Kanalisation da drüben jede Menge explosive Jase stehen. Und die werden heute Nacht oder morgen ganz früh abgesaugt. Mhm. Ja. So, ja. Deshalb. Ja, so ist das. Ja, dann danke für die Auskunft. Ja, gerne schön. Schönen Abend noch. Ja, viel Spaß. Dankeschön. Ja. Respekt, Emma. Guter Riecher. Überleg mal. Sie haben das Jachthaus und diese elende Schuppen hier vollkommen demoliert und sind gegangen. Warum riskieren Sie das? Weil Sie immer noch nicht fertig sind mit Ravensteins Domizil, oder? So ist es. Also, wir sollten uns aufteilen. Du übernimmst das Jagdhaus. Wir halten Kontakt über Handy. Lass dich nicht sehen, bitte. Kein Anfall von Heldenmut. Okay, du aber auch nicht, klar. Pass auf dich auf. Schon dran. Ja, bitte? Emma? Hm? Eingeschlafen? Ich habe gerade vom Rodenstock geträumt. Morgen hast du ihn wieder, Süße. Wie spät ist es? 2 Uhr. Hier kommt irgendwas in Bewegung. 2 Streifen. Bist du in Sicherheit? Na klar, alte Chamäleon-Nummer.
Auf dem Flachdach, drei Häuser vom General entfernt. Die sperren hier klammheimlich alles ab. Komisch. Löschfahrzeuge? Sag mal, bist du Hellseherin? Die kommen da gerade, gefolgt von einem schwarzen Fahrzeug. Was mache die? Sechs schwarze Typen steigen aus. Verschwinden im Haus. Das sieht aus wie in einem schlechten B-Picture. Wie immer bei Sean de Commandos. Emma, da ist jemand. Ich muss Schluss machen. Pass auf, Sidi. Was machen Sie denn hier? Wie kommen Sie überhaupt hier rauf? Hä? Ich bin mit dem Transit gekommen. Beobachter. Aha. Hiesiges Revier oder Bereitschaft? Bereitschaft. Hast du mal Feuer, Kumpel? Ah, sicher. Danke. Stimmt das eigentlich mit den Terroristen? Terroristen? Also, eigentlich darf ich ja nicht, aber... Na komm schon. Leider ja. Na also, es geht los. Ich glaube, ich muss dann langsam mal wieder. Na, weißt du, immer habe ich diese Scheißjobs. Das war in Wackersdorf schon so. Da warst du doch verrückt. Kenn ich. Legt sich nicht ins Zeug. Herr Baumeister, ich grüße Sie. Oh, die CIA. Welche Ehre. Na, haben Sie der Konkurrenz zugeschaut, wie die so etwas erledigt? Die Deutschen erreichen durchaus internationalen Standard. Und was werden Sie daraus machen? Das hängt von den Redaktionen ab, nicht von mir. Ich war beim dicken Meier zu Besuch, als Sie anriefen. Es war ziemlich beeindruckend. Gut recherchiert. Haben Sie eigentlich eine Kopie dieser Akte? Nein, noch nicht. Werden Sie mir ein Exemplar geben, wenn Sie eines haben? Sicher nicht. Für Sie müsste es doch ein leichtes sein, eine Kopie zu bekommen. Und Sie wissen bestimmt längst, was auf den 30 Seiten steht, oder? Warum haben Sie Meyer lauthals versprochen, nicht zu recherchieren? Habe ich das? Ich sage Ihnen mal was, Tom. Niemand, wirklich niemand bestimmt darüber, ob ich recherchiere oder nicht, ja? Das ist die Art von politischem Ungehorsam, die ich unbedingt verteidige. Ich mag Leute wie Sie nicht, Baumeister. Damit kann ich prima leben. Sie scheinen über ein Gehirn zur Verfügung, das einem Badeschwamm gleicht. Aha. Auch wenn Sie es schaffen, so schnell zu recherchieren, dass der Fall nicht mehr geheim zu halten ist. Sie schaffen es sogar, den dicken Meier auf Trab zu bringen. Aber Sie übersehen dabei, dass Meier eben nur ein Geheimdienst ist, einer von vielen. Wissen Sie, Meier kann brav spielen und sich nicht mehr rühren, aber dass Sie dann glauben, die Sache zu beherrschen, halte ich für ausgesprochen dümmlich. Sie sind eifersüchtig. Sie sind richtig sauer, dass ich mich auf Meier konzentriert habe und Sie vollkommen außer Acht ließ. Ist das so? Ach Gott, Baumeister. So wichtig sind Sie nun auch wieder nicht für mich. Ich hatte nur gedacht, Sie seien wesentlich cleverer, aber... Tja. Vielleicht hat Ihr Privatleben Sie zu sehr durchgeschüttelt. Ihr Freund Rodenstock in der Klinik. Dann diese Kripo-Mieze aus Herzogenbosch. Sicherlich ist sie aber kein Ersatz für Dina. Hey. Vielleicht sollen Sie mal darüber nachdenken, warum sie es vorgezogen hat, zu verschwinden. Sie sind ein Schwein. Das bin ich nicht. Eigentlich will ich Ihnen nur zu verstehen geben, dass Sie nicht mehr recherchieren werden. Nicht mehr im Fall Ottmar Rabenstein. Sammy? Hallo, Mr. Baumeister. Aha. Verstärkung? Sie sind wirklich ein feiges... Bitch. Sorry, Baumeister. Ja? Sie haben sowas wie Emma. Sie haben sowas wie Bomben auf die Autos geschmissen und dann fing es in die Luft. Emma. Und Sie haben die Feuerwehr antanzen lassen, damit die Bäume keinen Schaden nehmen. Was Emma. Sind das für Leute, Sigi? Kannst Hörst du mich? Kannst du bitte kommen, Emma? Du klingst so komisch. Auf den Parkplatz bei Ravensteins Haus. Schnell. Und hier
her? Oh. Oh Mann, was zieht. Was ist hier? Also in Ihrem Alter würde ich mit solchen Unternehmungen etwas vorsichtiger sein. Können Sie nicht in einem Nonnenkloster recherchieren? Ach, Doktor, die können inzwischen alle Kung-Fu. Im Ernst, Baumeister, Sie sollten 2-3 Tage stramm liegen. Nee, nee, das geht nicht. Das geht auf gar keinen Fall. Es muss aber gehen. Sie haben eine mittelschwere Gehirnerschütterung. Verdammt nochmal. Seien Sie dem Herrgott dankbar, dass Emma Sie so schnell gefunden hat. Und jetzt wird geschlafen. Gute Nacht. Tschüss, Doc. Ich passe auf ihn auf wie ein Schieß und verlassen Sie sich drauf, Doktor. Ich bringe Sie noch zur Tür. Schießhund. Danke, Doktor. Paulchen, hast du das gehört? Schießhund. Na, du Held. Hat Dina angerufen? Nein, leider nicht. Aber Seepferdchen. Und? Ja, ich soll ausrichten, sie ist um ungefähr 15 Uhr in Down im Drint. Oh, na prima. Pillen, Emma. Ich brauch dringend Pillen. Du willst doch nicht im Ernst. Pillen her. Keine Widerworte. Sonst kriegst du Hausverbot. Ja, ja, ja. Kommen Sie rein, Baumeister. Tag. Oh, ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Hallo, ich bin Emma. Wir haben telefoniert. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Danke. Danke. Tja. Ich weiß, dass Sie Seepferdchen genannt werden. Aber wie heißen Sie eigentlich richtig? Annalena heiße ich. Annalena Trier. Wie die Stadt? Ja, wie die Stadt. Also eiffeltauglich. Und wie? Na, wie wäre es, wenn wir jetzt langsam, aber sicher dem kritischen Punkt näher kämen? Ja, endlich ein Mensch ohne Umschweife. Na, dafür hat man in meinem Alter keine Zeit mehr, junger Mann. Darf ich raten? Es hat etwas mit dem Bundestagsabgeordneten Ewald Herterich zu tun. Der wurde in Ex-Jugoslawien in die Luft gejagt. Genau. Vor etwa 6 Wochen. Glauben Sie auch, Der zweite kritische Punkt liegt etwa 14 Tage später, als der General aus der Eifel zurückkehrte, vor seinem Schreibtisch stand und sich dann übergab. Sie glauben also auch, dass der Mörder ein Profi war? Ja, und daher müssen wir uns mit einem weiteren Mann befassen. Sein Name ist Heiko Schüller. Das ist der Bundestagsabgeordnete. Ja, genau der. Was hat der damit zu tun? Er hat eine merkwürdige Leidenschaft für Geheimdienste. Entschuldigung. Ja? Oh, ja, richten Sie den Herrn aus, dass ich in etwa 10 Minuten fertig bin. Ich habe nichts an. Ihr müsst gehen, Kinder. Unten in der Halle wartet ein gewisser Meier vom Bundesnachrichtendienst in Begleitung von Tom Becker, CIA. Ach du Scheiße. Vor dem muss man sich in Acht nehmen. Ich hatte bereits das Vergnügen. Gehen Sie durch einen Hintereingang raus. Haben Sie eine Karte für mich? Ja, hier. Kommen Sie ganz einfach, wann Sie Zeit haben. Irgendjemand wird da sein. Mein Haus ist Ihr Haus. Dina? Man kann euch junge Hüpfer aber auch nie allein lassen. Ach, guck mal an. Und ich kenne Leute, die halten sich für erwachsen. Wie zum Beispiel ein gewisser Rodenstock. Nein, nein, nein. Trotzdem bin ich froh, dass du dich entschlossen hast, weiter unter den Lebenden zu bleiben. Oh, das ist noch nicht entschieden. Der Herr ist der Meinung, es sei für niemanden wichtig, nur eine Last. Diese Weise zieht er sämtliche Aufmerksamkeit auf sich und macht sich zum Opfertier dieser brutalen Gesellschaft. Das ist sehr gekonnt. Wieso hast du Emma im Stich gelassen, verdammt nochmal? Kein Kommentar. Das sind intime Fragen.
Die betreffen mein Seelenleben und gehen nur mich etwas an. Ja, dann gehe ich wohl besser mal. Von wegen intim. Emma taucht hier auf und wird verrückt vor Angst. Ich brauche dich für diesen Fall und du bist einfach verschwunden. Ja, du hast doch Dina. Ja. Entschuldige. Eben. Nein, du hast sie nicht. Eben. Also, was sollte dein Ausflug nach Trier? Darüber will ich nicht diskutieren. Ach, zu deiner Beruhigung. Ich war auch schon impotent. Mehrmals. Bei mir waren es Bilder, die ich gesehen habe. Tote Frauen und Kinder im Krieg. Du, da war ich so impotent, dass ich meinen eigenen Namen vergessen hatte. Es war so verrückt. Emma ist jemand, die Haut mag. Verstehst du, was ich meine? Ja. Meine Haut. Ja. Das hat mich geworfen. Verstehst du? Ich dachte, jetzt sei alles zu Ende. Ich dachte auch sofort wieder an den Krebs und ich dachte auch, ich will wissen, wie lange ich es noch mache. Na, so ist das gekommen. Na, schon gut. Du bist ja wieder da. Du musst einfach kapieren, dass Emma dich liebt. Und sie tut das ganz freiwillig. Gut. Und jetzt an die Arbeit. Sie hat mir schon alles erzählt, wir müssen das nicht alles zweimal durchkauen. Emma! Ich komme! Und? Tja, eine Geschichte mit 1000 losen Enden. Was wir auch tun, wir müssen gegen die Geheimdienste agieren. Mhm. Das ist beinahe aussichtslos. Du weißt, wenn du in den Fall hineingehst, kannst du dich unter Umständen um deine Pension bringen. Du bist immer noch Beamter, sie können dir verbieten, dich darum zu kümmern. Das können sie. Ja, aber ich mach trotzdem mit. Gut. Was ist eigentlich mit diesem Jungen? Ah. Rodenstock plädiert wieder für die Nebenstränge. Genau. Mir ist das nämlich alles viel zu logisch. Habt ihr mal Kontakt zu der kleinen Nutte aufgenommen, die dieser Carlo. Genau, die Carlo im Munitionsdepot gemalt hat? Nee. Wir sollten uns trennen. Baumeister macht die Eltern von Carlo und die kleine Nutte. Mhm. Rodenstock und ich fahren die Frau von Hertrich besuchen. Wahrscheinlich weiß sie Dinge, von denen sie nicht weiß, dass sie sie weiß. Aha. Urlaub verlängert? Sicher. Ich dachte, wenn ich Rodenstock finde, falte ich ihn zusammen und fliege mit ihm nach Hawaii oder sowas. Jetzt ist es eben die Eifel. Und meistens ist die schöner als die betonierte Südsee. Was darf's denn sein? Aufschnitt, was zum Braten, was hier zum Kochen? Nur garantiert BSE-freies Fleisch. Unsere Rinder stammen aus der Eifel und haben England nie gesehen. Ganz genau. Na dann. Sind Herr oder Frau Mecher nicht im Hause? Vertretertag ist bei uns donnerstags. Ich bin kein Vertreter. Es betrifft Carlo. Ach, das ist ja so eine schreckliche Geschichte. Der arme Junge, der ist ja noch nicht mal unter der Erde. Hören Sie, das weiß ich auch. Ich habe ihn gefunden. Ach, warum sagen Sie das nicht gleich? Also, die Chefin ist beim Arzt, das dauert. Und der Chef ist in der Eifel, da wo Carlo immer war. Ich weiß nicht genau, wo das ist, aber ich... Baumeister? Ich bin's, Emma. Du, die Polizei, diese Herrlach, rief eben hier an. Du sollst unbedingt zum Munitionsdepot fahren, da ist irgendein Zoff. Sie haben eine vierte Leiche. Ausgerechnet Meier. Wir schätzen, sein Tod ist gerade mal 2 bis 3 Stunden her. Wer hat denn was davon, den BND-Hierarchen umzunieten? Keine Ahnung. Fällt Ihnen was auf an der Leiche? Genauso zersägt wie der General. Und auch 9mm Geschosse? Stimmt, genau. Wo ist der Mechernich? Wie bitte? Mechernich ist heute Morgen hierher gefahren. Wahrscheinlich, um sich mit Meier zu treffen. Ach. Irgendwelche Spuren? Nicht die geringsten.
Wussten Sie, dass Meyer hier kommen würde? Niemand wusste das. Wer hat Sie denn informiert? Zwei Leute von der Rheinzeitung. Die wollten hier die Trümmer vom Haus des Generals fotografieren. Dabei gingen sie den Hang hoch und fanden die Leiche mitten auf einem Waldweg. Aber das Büro von Meyer, die müssen doch... Nix wissen die. Im Gegenteil. Sie haben ihren Chef um 10 Uhr erwartet, weil er trotz Wochenende eine Konferenz angesetzt hatte. Mhm. Behaupten sie jedenfalls. Naja, jetzt folgt das übliche Spielchen. Hubschrauber aus Bonn und der ganze Rattenschwanz. Ja, dann mache ich mich jetzt auf die Suche nach Mechernich. Na, warst du erfolgreich? Fast ein bisschen zu viel. Ich habe Mechernich aufgespürt, ziemlich verstört, irgendwo im Wald. Weißt du, Carlo war kein harmloser Naturfreak. Er hatte den Auftrag, den General zu überwachen. Und Meyer wollte heute Morgen Carlos Vater vor Ravensteins Haus treffen. Ich verstehe überhaupt nichts. Beruhige dich. Wenn Geheimdienste mitspielen, lauert an jeder Ecke ein Bluff. Hm? Übrigens, von Frau Hertrich ist nichts zu erwarten. Ja. Aber eins ist ganz klar, sie waren Brüder im Geiste, der Hertrich und der General. Und noch was. Hertrich, das war abgesprochen mit allen Parteien in Bonn, sollte nach seiner Rückkehr, und jetzt halte ich fest, Chef des BND werden. Was? Das ist ja ein Hammer. Was machst du jetzt? Ich weiß es nicht. Eigentlich müsste ich diese kleine Nutte in Godesberg auftreiben. Dann tu das. Wir dürfen jetzt keine neuen Spuren aufweisen, sondern müssen erstmal die alten nach Möglichkeit eliminieren. Wir brauchen ein freies Arbeitsfeld. Ja, ja. Du und deine klugen Sprüche. Willst du... irgendwas Besonderes? Na sicher. Und was? Reichen 400? Kommt drauf an. Ich hätte gern Auskunft über Carlo. Du hast im Modell gestanden, im Munitionsdepot. Ach so, du bist von den Bullen? Nee. Ich verpfeife keine Freunde. Carlo ist tot. Das ist nicht zu verpfeifen. Weiß Johnny, dass du hier bist? Nehme ich mal an, er weiß doch sonst alles, oder? Stimmt. Ich zieh mir ihm was über. Das wäre gut. Ich möchte nämlich nicht, dass du einen Schnupfen kriegst. Witzig. Also, wobei kann ich helfen? Der Vater von Carlo läuft rum und trällert durch die Gegend, dass sein Sohn für seine Mitarbeit eigentlich einen Orden kriegen sollte und so dämliche Geschichten. Das ist aber doch gar nicht dämlich. Hey, sag nicht, du hast dich in Carlo verknallt. Und wenn? Den Auftrag habe ich strikt durchgezogen. Und wie sah der genau aus? Wieso, das weißt du doch. Grob, ja, aber meinst du, ich kann mir jedes Furzdetail unserer Mitarbeiter merken? Mein Hirn ist doch keine Festplatte. Reg dir nicht auf. Also, der Plan stammt von Tom Johnny. Aha. Das hat Tom Becker aber gar nicht gern, wenn du nicht beim Codenamen bleibst. Mann, sag ich doch Johnny. Also, vor 2 Jahren, als er rüberkam, sagte er, er braucht eine dichte Kette um den General. Erst hat er gedacht, dass ich das machen kann. Aber der General stand nicht auf hübsche junge Frauen. Hm. Er war eher so ein Daddy-Typ. Und zu welchem Zeitpunkt kam Carlo rein? Ungefähr 4 Wochen später. Ich wollte es nochmal versuchen und machte hinterm Haus vom General einen auf Sonnenbaden. Du weißt schon, Beine breit und so. Ja, ja, ja. Und da kam Carlo, hinter mir aus den Büschen gekrochen. Ach Gott, der war verlegen. Irgendwie fand ich ihn aber stark. Aber er wollte mich nur malen. Naja, egal. Ich dachte, Hauptsache, ich habe eine Anbindung an die Gegend. Und Carlo erzählte mir dann auch, er kenne den General gut. Fast wie ein Freund. Da haben Johnny und ich den Plan gemacht. Ich sollte Carlo nageln und dabei den General als gefährlich für die freiheitliche Ordnung darstellen. Du weißt schon. Johnny sagte, ich hätte massig Zeit. Wir wussten ja nicht, dass irgendwer hingeht und den General umnietet. Wer wusste das schon? Und wie habt ihr es hingekriegt? Carlo
hat zum Beispiel mal eine Akte aus der Arbeitstasche vom General komplett fotografiert. Und? Hat es sich wenigstens gelohnt? Das weiß ich nicht. Aber Johnny sagte zu Carlo, noch sowas und du kriegst dein Bundesverdienstkreuz. Das hat er wirklich gemeint. Aber jetzt tut's mir leid. Irgendwie kam mir alles zusammen, ne? Der General erschossen. Mädchen. Carlo knallt gegen diesen Felsen und... Ach, scheiße, es ist irgendwie alles blöd gelaufen. Dabei wollten wir ja nur heiraten und wir wären bestimmt glücklich geworden. Die Nachricht, dass Carlo auf so tragische Weise umgekommen ist, hast du also von Tom, Johnny bekommen? Na ja, klar. Sag mal, wieso weißt du das nicht, wenn du mit ihm zusammenarbeitest? Ich arbeite nicht mit Johnny zusammen. Was? Er mag mich nicht und ich ihn nicht. Und er hat dich ganz gewaltig beschissen. Du hast mich geleimt, du Schwein. Mensch, ich hatte keine andere Wahl. Du musst hier weg, Mädchen. Ich habe Carlo auf dem Waldweg hinter dem Haus des Generals gefunden. Er ist nicht verunglückt. Sie haben ihn erschossen. Deswegen bin ich hier. Erschossen? Ach komm, ist doch scheiße. Ja. Ich habe ihn nicht nur gefunden, ich habe ihn auch fotografiert. Er ist erschossen. Wieso denn erschossen? Mit derselben Waffe wie der General. Johnny hat dich die ganze Zeit belogen. Du musst jetzt hier raus. Und zwar ganz schnell. Geht's vielleicht ein bisschen langsamer? Tut mir leid, aber ich muss mich abreagieren. Ich hasse Geheimdienste und ich hasse diesen Fall. War der General dein Freund? Nein. Aber er ist auf dem besten Weg, mein Freund zu werden. Hat Carlo? Ich meine, hat er... Nein. Er hat keine Schmerzen gehabt. Er kann gar nichts gespürt haben. Es war ein Kopfschuss. Er wollte mich wirklich heiraten. Es war... Oh, er hat ihn so... Komm, Mädchen. Oh, Scheiße. Was? Da. Siehst du diesen Idioten Verdammt, da? Verdammt, erkenne ich den. Was irgendwo erkenne ich den. Herunter! Machst du denn wieder für Sachen? Immer. Mein Gott, Baumeister, wenn man dich mal alleine lässt. Wie seid ihr denn da heil rausgekommen? Die Kiste ist ja platt wie eine Flunder. Maschinenpistole. Der Mann ist verschwunden. Auto erkannt? Nein. Aber der kam da vom Feldweg nach Uexheim. Es muss jemand sein, der sich hier genau auskennt. Ich glaube, ich habe das Gesicht schon mal gesehen. Ich weiß aber nicht wo. Und es war einwandfrei eine Maschinenpistole. Ich hab das schon mal gesehen, einwandfrei. Rotenstock, kannst du dein Kommissarschen nicht mal kurz ausschalten? Sieh, sieht ein bisschen blass aus. Okay. Wir legen dich hinten rein. Verletzungen? Offene Wunde, rechter Oberschenkel, Papi. Aber stark zurückgehend. Na gut, Dr. Poister erwartet dich schon. Wie bitte? Jetzt halt endlich den Mund und kriech ins Auto. Und ja, Sie? Ja. Bin okay. Herr Baumeister hat mich rechtzeitig runtergerissen. Sie müssen mir alles erzählen, meine Liebe. Kannst mich ruhig duzen. Bin eine von der Straße. Weißt du, Mädchen, dein Beruf macht keinen Unterschied zwischen dir und mir. Ich habe nur keine Neigungen zum Handwerk. So.
Spritze noch. Dann können wir uns dem Restprogramm zuwenden. Was ist dieses Restprogramm, Doc? Ja, du musst mal Pause machen, Junge. Totaler Erschöpfungszustand. Sag mal, höre ich das Seepferdchen? Mindestens 3-4 Tage Pause. Bin ich dein Freund oder was? Na. Ist sie es oder nicht? Oh nein, Baumeister, Sie wollen doch wohl nicht. Ich warte. Ja, sie ist eben gekommen. Du hattest ihr ja deine Karte im Dorinth gegeben. Überlass sie mir, Sigi. Das kommt nicht in die Tüte. Oh, Doktor. Kriege ich noch ein paar Pillen? Also, der General hatte dafür gesorgt, dass Härterich den Chefsessel beim BND bekommen sollte. Warum? Ich meine, in welchem Verhältnis stand er zu den Geheimdiensten? Er meinte, das seien lauter paranoide Irre. Wörtlich? Na, er war ja Spezialist auf dem Gebiet. Als junger Mann, das hat er immer zugegeben, war er ganz begeistert von Geheimdiensten, stellte sich das Leben der Agenten total spannend vor. Aber als er dann später selbst reingerochen hat, kam er immer fluchend ins Büro. Erinnern Sie sich, dass der BND mal Jeeps und ähnliches Zeug nach Israel geliefert hat und das Zeug als landwirtschaftliche Geräte durch den Zoll gehen ließ? Sowas hasste er. Er wollte also einen unbestechlichen Profi an der Spitze des BND haben. Und deshalb war Härterich sein Mann, ne? Ja, und er tat alles, um den durchzusetzen. Was ist denn eigentlich mit diesem Bundestagsabgeordneten, den Sie schon mal erwähnt haben? Heiko Schiller? Kluge Frage. Das war der Konkurrent von Härterich. Ist sogar in der gleichen Partei, aber die Tauben wollten Härterich, die Falken den Schiller. Aber nicht, dass sie denken, der Schiller hätte den General erschossen. Der ist viel zu dämlich. Wie kommen wir in diese Bundeswehreinheit nach Daun rein? Und wie kriegen wir einen Faden ins Amt für Fernmeldewesen? Ich weiß es nicht. Aber ich... Im Amt für Fernmeldewesen gibt es ein Koordinationsbüro. Das leitet eine Frau, mit der habe ich öfter telefoniert. Regierungsrätin oder so. Ursula Zimmer heißt die. Na, dann würde ich sagen, wir rufen sie morgen früh an. Und wen haben wir in der Bundeswehr in Daun? Also, ich weiß nicht. Oh, Sie wissen es doch, Na ja, da ist ein junger Mann, der bis jetzt Verbindungsoffizier der Kaserne zum General in der NATO war. Rolf Mehren. Dieser Mehren sollte als Härterichs Adjutant mit zum BND gehen. Der Junge ist nämlich Hölle. Und den rufen Sie bitte auch. Seepferdchen ist eine richtige Vielzweckwaffe. Sie weiß alles. Aber wenn wir Pech haben, erinnert sie sich erst, wenn der Fall gelaufen ist. Genau. Aber Sie haben ganz vergessen, mich nach der CIA zu fragen. Was müssen wir denn fragen? Naja, was denn die CIA von Härterich hält? Na, dann fragen wir das doch mal. Die CIA wollte mit aller Gewalt den Schiller unter Verfassungsschutz auch. Ich wusste es doch. Was am Ende rauskommt, ist eine Riesenschweinerei. Haben wir sonst noch was vergessen? Nicht direkt, aber ich weiß, dass der BND den Antrag gestellt hat, das Gebiet in Jugoslawien abzuhören. Ich meine, das Gebiet, in dem Härterich die zivile Verwaltung wieder aufbauen sollte. Was? Und wann war das? Das ist es ja eben. Das geschah genau zu dem Zeitpunkt, als Härterich explodierte. Die Überwachung setzte eine Woche vor Härterichs Tod ein und endete eine Woche nach seinem Tod. Frische Reibekuchen mit Apfelmus, Herr. Damit Sigi wieder richtig auf die Beine kommt. Du bist ein Schatz, Emma. Jetzt mal ran. Gleich kommt Nachschub. Wie die
Und du stinkst wie Männerpuff. Ach, erzähl mal, wie stinkt denn Männerpuff? Hm. Im Ernst? Hat dich eine der anwesenden Damen infiziert? Hm. Das ist das Zeug, das Dina benutzt. Stand noch ein Rest im Bad. Lass sie besser trauern. Hm. Dann bin ich ja beruhigt. Braucht ihr Zucker? Nein. Sag mal, wie sieht das eigentlich mit dem Bildmaterial aus? Zuckerstückchen. Hm? Ja. Zuckerstückchen. Zuckerstückchen hat er seinen Chef genannt. Du redest wirr, mein Freund. Hohenstock. Ich glaube, ich weiß jetzt, wer auf mich und Marion geschossen hat. Hast du ihn fotografiert, oder was? Im Haus vom General. Der dicke BND-Meier hatte gedroht, mir die Eier abzureißen, falls ich recherchiere. Und im gleichen Moment sagt neben mir in einem Pulk von Männern dieser Typ, das, was mein Chef ist, wird auch Zuckerstückchen genannt. Was mich stutzig gemacht hat, war, dass er die Bemerkung so seltsam hat fallen lassen. Das ist nicht als Scherz. Wie? Ihr seid noch nicht fertig? Hier kommt die nächste Portion. Es muss eins der letzten auf Film Nummer 3 sein. Was hat er denn? Wahrscheinlich den Mann, der auf euch geschossen hat. Das ist er. Ohne jeden Zweifel. Ideal für den Geheimdienst. Mann ohne Eigenschaften. Guckt euch diese Augen an. Hart wie Stein. Wo muss ich nachfragen? In Bonn oder in München-Pullach? Das weiß ich nicht. Was schlägst du vor? Ich könnte behaupten, dass er bei uns in Sertogenbosch gewildert hat. Das tun die manchmal, weil wir es auch tun. Ich hebe die empörte Polizeichefin, die kleingeistig und spießbürgerlich mit einer Anfrage kommt. Das ist gut. Wer verdammt nochmal ist dieser deutsche Kerl? Ja, aber es müsste schnell gehen. Und was ist mit dem Bundeskanzleramt? Da sitzt doch der Verbindungsmann zum BND. Okay, Seepferdchen kann mitkommen und die Szene mit ihrem ganzen Großmutterscham entschärfe. Ist der Verbindungsmann wenigstens schön? Ach, Emma. So schön, dass er ohne Spiegel nicht leben kann. Ja. Und wir? Wir knüpfen uns diesen Meeren vor. Hm. Und ich? Du bleibst erstmal hier. Oh Gott, das kann ich nicht annehmen. Ich bin doch kein... Vergiss es. Mit Frauen, die glauben, sie seien die besseren Menschen, habe ich sowieso nichts am Hut. Es gibt da einen Punkt, der mir Schwierigkeiten macht. Hatte der General den kompletten Text oder hatte er nur einen Teil? Wieso? Sonst hätten die Geheimdienste die Häuser nicht abgefangen. Ja. Aber was ist, wenn der General den Text gar nicht besaß, sondern nur von seinem Inhalt wusste? Dann war das Abfackeln umsonst. Dann, mein Gott, dann war ja alles umsonst. Du sagst es. Viel Tod um nichts. Du, mach mal langsam, hier muss es sein. Sieht so aus. Ah ja. Glaubst du, Mehren hat den Schlüssel? Aber sicher. Alle diese Abhöraktivitäten sind geheimdienstlich so abgesichert, dass der General Indiskretionen nur von dem zu erwarten hatte, der einfach solidarisch war, verstehst du? Und der Mann heißt Rolf Mehren. Denn Rolf Mehren hatte nur einen Garanten für seine persönliche Karriere. Den General. Den General. Wie geht es dir eigentlich? Oh, eigentlich ganz gut. Ja? Ich habe die Entdeckung machen müssen, dass ich doch nicht impotent bin. Das ist doch sehr erfreulich. Ja. Das weiß ich noch nicht. Also Mehren, kriegen Sie jetzt mal die Zähne auseinander. Kennen Sie Ursula Zimmer, ja oder nein? Sie müssen sie kennen. Wenn nicht, taugen Sie für uns als Informant überhaupt nichts. Wieso das denn? Fangen wir mal anders an. Die Bundeswehr in Daun bekam eine Bitte um dienstliche Hilfe vom Bundesnachrichtendienst, ja? Ja. Das passiert nicht alle Tage, ist aber auch nicht eben selten. Abgehört werden sollte ein bestimmtes Gebiet in Ex-Jugoslawien, ja? Ja.
Das Gebiet, in dem Herterich, tätig als Zivilverwalter einer kleinen Stadt im Auftrag der UNO und NATO, lebte und arbeitete. Wenn Sie das alles schon wissen, warum bringen Sie mich dann so in Schwierigkeiten? Schwierigkeiten? Wir können veranlassen, dass Sie als Zeuge durch sämtliche Gremien geschleppt werden, bis kein Mensch mehr etwas mit Ihnen zu tun haben will. Kapieren Sie das endlich, junger Mann? Wenn Sie die Schnauze nicht aufmachen, ist Ihre Karriere am Arsch. Und Sie können sich arbeitslos melden. Ist das endlich klar? Es waren insgesamt 167 Seiten. DIN A4, durchlaufend nummeriert. Der Titel lautete Greybird. Also grauer Vogel. Greybird. Die entscheidende Seite war die Seite 92. Auf dieser Seite war ein zwischen zwei Funktelefonen abgehörtes Gespräch dokumentiert. Im Klartext. Klartext? Naja, unverschlüsselt. Einer der Teilnehmer sprach Deutsch. Sie suchten die Zielperson. Sie nannten sie Bruder. Er sagte, wir machen es in 3 Tagen an der Brücke. Keiner von uns hat begriffen, was das hieß. Was passiert, wenn eine solche Abhörung zu Ende ist? Wir nehmen die Bänder und schließen sie in den Safe. Vorher werden sie noch durch einen simultan arbeitenden Computer ausgedruckt. 2-mal. Einmal für unser Archiv und einmal für den Auftraggeber in Pullach. Und diese Seite 92, hat der General sie gesehen? Ja, aber nicht bei uns. Wieso nicht? Weil ich das Material persönlich zu Frau Zimmer gebracht habe. Die Seite 92, die wurde mir quittiert. Sie war dabei. Frau Zimmer gab das Material dann einem Eilboten mit nach Pullach. Als der Mann ankam, fehlte die Seite 92. Und, was heißt das? Naja, das heißt, wir hatten ein Gespräch abgehört, in dem das Attentat auf Herterich geplant wurde. Mhm. Ja, ganz klar. Und das bedeutet, dass jemand das Protokoll verschwinden ließ, damit Herterich nicht überlebte. Herterich wurde in die Luft gejagt. Die Bundeswehr hat im Auftrag des BND die Aktion überwacht. Und damit niemand in der Lage sein würde, so etwas zu behaupten, wurde die Seite 92 aus der Abhörakte entfernt. Ja. Irgendjemand aus dem Amt hat dem General das Material gegeben. Oder hat es ihn lesen lassen, wie auch immer. Herterichs Ermordung wurde von Deutschland aus gesteuert. Der sogenannte Bruder ist sein Mörder. Und der Bundesnachrichtendienst hat's gewusst. Also es tut mir leid, ich muss jetzt weg. Wir bedanken uns. Wiedersehen. Oh. Dem geht die Muffe. Du, ehrlich gesagt, mir auch. Baumeister in Brück? Emma in Bonn. Schieß los. Also, diese Verbindungsonkel von Schwarzenegger haben wir natürlich nicht getroffen. Mhm. Aber wir konnten einen anderen auftun, den Seefeldknot kennt. Den haben wir ein bisschen erpresst. Böses Mädchen. Also, der Mann, der auf dich geschossen hat, heißt Willem Cottbus. Cottbus? Cottbus, wie die Stadt. Die Frage ist allerdings, ob er diesen Namen auch benutzt. Hast du herausgefunden, was dieser Cottbus zurzeit macht? Nein. Wir kommen jetzt zurück nach Brück. Und bei euch? Tja, wir haben uns diesen Mähern vorgeknöpft. Und 2 Stunden später fand ihn ein Pärchen auf dem Rastplatz vor Waldkönigin an der B-421. Eine 9mm Kugel in der linken Schläfe. Er hat nicht mal erschrocken ausgesehen. Da spielt einer verrückt. Emma, ihr Frauen solltet abhauen. Heute noch. Ich soll euch allein lassen. Keine Widerworte, sonst... Ich sage nur Trier. Aber der Mann schreckt doch vor nichts zurück. Okay, ich heb mich geschlagen. Also wohin? Nach Holland, in dein Haus. Ist das nicht übertrieben? Nicht die Spur. Rodenstock hat recht. Offensichtlich wird jeder, der den gesamten Vorgang kennt, getötet. Wir sind die Nächsten. Das ist doch verrückt.
Cottbus ist völlig außer Kontrolle geraten. Auch in Brück sind wir nicht mehr sicher. Wir nehmen uns ein Hotelzimmer in Bonn und dann werde ich diese Stadt nicht eher verlassen, bis ich genau weiß, wie dieser Cottbus operiert. Und du glaubst, das wird dir einfach jemand so verklickern? Wir könnten uns eine Wohnung vornehmen. Da sucht er uns garantiert nicht. Mein Gott, Rodenstock. Und was ist, wenn er plötzlich auftaucht? Altes Polizeigesetz. Dann haben wir den Vorteil der Überraschung. Gib mir das Handy her. Gefreiter Reinhold? Ja, Bundeskanzleramt hier. Sie sind doch sicher von der Nachtschicht, nicht wahr? Ja, nein. Ja, ja, naja, ich habe Selbstbereitschaft, ja. Ich brauche dringend einen persönlichen Kontakt zu Cottbus, wie die Stadtvorname Wilhelm. Wo finde ich den? Ist nicht hier, der ist aha, seit vier Tagen krank gemeldet. Na gut, ist etwas Schlimmes? Doch, sieht nicht danach aus. Ach, geben Sie mir doch sicherheitshalber mal seine Adresse, ich schicke einen Fahrer vorbei. Wie war das? Magdalenenstraße 6. Bedanke mich. Magdalenenstraße 6, aha. Wir können los. Hey, clever. Hoffentlich nicht zu clever. Also. Passt auf euch auf. Also dann. Ja, tschüss. Tschüss. Tja, vorsichtig, ne? Was ist, wenn er im Bett liegt? Schraubenzieher. Hier. In seiner Verfassung wird er überall auftauchen und nicht hier. Verwesungsgeruch. Oh Gott, die nächste Schweinerei. Warte, ich mach Licht. Komm mal her, sieh dir das an. Richtige Junggesellenbude. Ach, er hat Gehacktes gekauft und ist vergessen. Riesenhaufen Maden. Oh. Ja, ab in Lokus damit. Oh. Was hast du denn? Siehst du aus wie eine Wasserleiche. Ja, so finde ich auch. Ich fange in der Küche an, du nimmst das Bad. Er muss wie ein Penner gelebt haben. Das kannst du laut sagen. Und gesoffen hat er wie verrückt. Hier, lauter leere Wacholderflaschen, Pennymarkt. Gucken wir uns mal das Wohnzimmer an. Sieht so aus, als sei das nur ein Schlafplatz gewesen. Komisch, kein Telefon. Na, vielleicht benutzt er nur Handys. Du, ich gehe jede Wette ein, dass er ein ausgesprochener Einzelgänger ist. Eigenbrötlerisch, schweigsam, scheinbar desinteressiert. Aber so ein verbissener Einzelgänger kann doch unmöglich beim Bundesnachrichtendienst arbeiten. Na, 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 na. Solche asozialen Typen sind für Geheimdienste unverzichtbar. Das ist übrigens auch einer der Gründe, weshalb die nie ganz zu kontrollieren sind. Und was geschieht, wenn so ein Mann durchknallt? Das weiß ich nicht. Aber von seiner Struktur her kann er beschlossen haben, jeden zu töten, der sich in den Mordfall eingemischt hat. Er verteidigt seinen Geheimdienst. Er fühlt sich als Rächer, als Vollstrecker. Also ist er krank. Och, das müssen die Psychiater entscheiden. Sag mal, fällt dir an diesem Raum nichts auf? Nö. Stabiler Holzboden. Alle anderen sind mit einfachen PVC-Platten ausgelegt. Ach, du meinst... Auf die Knie. Guck mal, hier sind die Dielen an den Fugen geschraubt. Na, wusste ich's doch. Also, hoch mit den Dingern. Das gibt's doch nicht. Hast du meine Kamera dabei? Selbstverständlich. Mindestens 75 Schusswaffen. Schöne Sachen dabei. Ja, das ist aber wirklich krank. Muss doch nicht sein. Stell dir mal vor, unser Mann kriegt einen Auftrag. Es liegt allein in seiner Verantwortung, die geeignete Waffe herauszusuchen. Und ich garantiere dir, die sind alle sauber. Damit hat noch nie jemand geschossen. Und das weiß natürlich auch sein Chef. Der kann sich darauf verlassen, dass Cottbus eine Waffe benutzt, die keine Geschichte hat. Die Ballistiker werden vor einem Rätsel stehen. Also... keine Krankheit, sondern Perfektionierung des Handwerks. Perverses Handwerk. Ach, guck mal hier. Der Karton hier. Voll mit Dollarnoten. Das gibt's doch nicht. Ich schätze, der Lohn für Jugoslawien. Aha.
Du, komm, lass uns abhauen. Sag mal, willst du das Zimmer etwa in diesem Zustand zurücklassen? Oh, du musst doch konsequent denken, mein Junge. Wir wissen, dass er außer Rand und Band ist. Welchen Schluss lässt das zu? Hm? Er wird nie mehr hierher zurückkommen. Ja. Weil sie ihn jagen werden. Ja. Weil er bald tot sein wird. Eben. Und damit ist es völlig wurscht, ob wir hier aufräumen oder nicht. Na siehst du, du lernst schnell. Aber ich wette, dass du auf einen wirklich wichtigen Rückschluss nicht kommst. Lass mich am Honig deines Wissens saugen, Erleuchteter. Cottbus dreht durch. Dadurch bekommen alle Beteiligten die Möglichkeit, sich darauf zurückzuziehen, dass die Morde von einem geistig Verwirrten verübt worden sind. Kein Kopf wird rollen. Der Geheimdienstkoordinator im Kanzleramt wird von einer tragischen Geschichte sprechen. Und niemand, wirklich niemand, kann eine einzige der Sauereien irgendeinem Dritten beweisen. Moment, Moment, Moment. Aber von wem sind die Dollars? Von der CIA. Doch was heißt das schon? Kannst du beweisen, dass es Bezahlung für einen Mord oder für das Verschwindenlassen eines Dokumentes war? Die Falken und die Tauben haben sich aufs Blut bekriegt. Jede Partei wollte einen anderen BND-Chef in Pulla. Und die Falken haben gewonnen. Da gibt es noch zwei unklare Punkte. Hat die Zimmer die berühmte Seite 92 unterschlagen? Ja oder nein? Und was ist mit BND Meier? Er passt nicht ins Schema. Eben. Der passt einfach nicht. Aber vielleicht hat er sein eigenes Süppchen kochen wollen und wurde dabei erwischt. Gott schütze mich vor mächtigen Bürokraten und ähnlichem Gelichter. Es geht noch nichts über Team. Hallo. Scheiße. Da kann man nur gratulieren. Ja, wir haben alles so gelassen, damit der CIA es einfacher hat. Haben Sie Cottbus schon? Gute Arbeit, Rodenstock. Was halten Sie davon, Ihre Pension aufzufrischen und für uns zu arbeiten? Sagen wir in gutachterlicher Position. Ich habe eine Frau. Was? Diese beachtliche holländische Polizistin? Wir sind im Bilde, Junge. Es würde also in der Familie bleiben, hm? Tut mir leid. Du, Sigi, ich glaube, wir müssen jetzt gehen, da ist noch einiges aufzuräumen. Richtig, und wir sind daran interessiert, dass Sie uns diesmal nicht dazwischenfunken. Deshalb haben wir beschlossen, Sie hier in dieser hübschen Wohnung ein wenig schmoren zu lassen. Die wollen Cottbus so schnell wie möglich erschießen, was? Ach, du hast recht, Kleiner. Naja, Cottbus war wirklich genial, aber er hatte eben einen Sprung in der Schüssel, weißt du? Paranoid, schizoide Struktur. Na, du weißt schon. Wo ist eigentlich das Geld? Wie bitte? Das Geld, das wir der Zimmer und dem Cottbus gegeben haben. Die Kredite. Barkredite. Die Zimmer hatte der also auch gekauft. Nur eine Frage noch, Becker. Hm? Hatte der General eine Kopie der Seite 92 oder nicht? Er hatte keine Kopie. Er wusste, was auf der Seite stand und was es bedeutete. Und dann ließ er der Zimmer eben keine Chance. Sie war kein wirklich cooles Weib. Warum sind dann die Häuser abgefackelt worden? Weil einige deutsche Kollegen der Meinung waren, der General habe eine Kopie der Tonbandmitschnitte. Es war nicht in ihr Beamtenhirn zu kriegen, dass er gar keine Kopie brauchte. Es sind halt Arschlöcher, die Deutschen. So. Wir verpacken euch jetzt ein wenig, Kumpels. Komm mal her. Ich brauche euer Patschehändchen. So einfach geht das aber nicht. Hände hoch. Aber man, Rodenstock. Hey. Das ist eine LeMay A331. Davon wurden weniger als 300 Stück gebaut. Bis 1984. Super. Entschuldigung, ich musste sie einfach klauen. Was soll das, Rodenstock? Es spielt doch für Sie überhaupt keine Rolle mehr, ob Sie hier 2-3 Stunden herumliegen oder nicht, oder? Ja, so sieht das aus. Aber irgendjemand muss euch zeigen, dass ihr nicht die Herren der Welt seid. Hey. Wissen Sie was, Becker? Leute wie Sie kotzen mich an. Vorsicht! Come on, let's get him. He won't. Bleiben Sie stehen. He won't shoot. No. One, relax. Bleiben Sie stehen, habe ich gesagt. Ah, oh, shit! Sperren Sie ein. Ins Bad. Fuck, you're gonna pay for this. Sie sollten sich geehrt fühlen, Becker. Glatter Beinschuss. Rodenstock hat noch nie auf einen Menschen geschossen. Toll. Hallo Emma, wir wollten uns mal melden. Ja, hier ist soweit alles in Ordnung. Wie geht's dir, mein Herz? Rodenstock, kannst du dein Liebesgeflüster nicht auf später verschieben? Kommt nicht so gut in Anwesenheit gebrochener Herzen. Hä? Hä?
Ja? Hey, Rodenstock, hast du gehört? Was? Was ist los? Ja. Gut, bis später. Hey, du siehst ja aus wie eine Wasserleiche. Hallo, Kumpel. Hier bin ich. Was ist los? Cottbus ist in deinem Haus. Und der Dina. Wieso Dina? Was soll das? Dina ist nicht da, also wieso hat Cottbus Dina? Willst du mich verarschen? Emma rief vor einer Viertelstunde bei dir zu Hause an. Sie hatte Angst, dass wir sie angeflunkert haben und doch wieder im Haus sind. Stattdessen meldete sich ein Mann, aber ohne Namen. Scheiße. Emma fragte, ob jemand zu Hause sei, und der Mann sagte, Moment mal. Und dann war Dina dran. Sie ist vor 2 Stunden zurückgekommen und Cottbus war schon drin. Er will ihr nichts tun, wenn ihm freier Abzug garantiert wird. Er will nur genügend Geld und einen Hubschrauber nach Köln warnen und von dort eine Maschine nach Warschau. Emma glaubt, dass er dort Kumpel hat, die ihn verstecken. Er will sich wieder melden. Er hat jetzt schon 2 Stunden. Ja, aber reg dich nicht auf, Baumeister. Er ist nicht der Typ, der Frauen prügelt. Hör mit dem Scheiß auf. Was ist, Rodenstock? Was machen wir jetzt? Wenn ich sofort angreife, habe ich vermutlich eine gute Chance. Du hast gar keine Chance. Du musst dir jeden Alleingang aus dem Kopf schlagen, hörst du? Wahrscheinlich steht die ganze Logistik auch schon. Sie werden ihr Hauptquartier unten an der Kirche aufgemacht haben. In der Regel nehmen sie 2 neutral lackierte Busse. Ich möchte nach Brück. Wie bitte was? Was hast du gesagt? Ich will nach Brück und versuche nicht, mich davon abzubringen. Okay, sehr gut. Aber lass mich fahren, okay? Kommen Sie herein, meine Herren. Wir haben Sie schon erwartet. Tag. Tag, mein Name ist Trautwein. Ich leite die Sache. Bitte nehmen Sie Platz. Herr Baumeister. Ja? Ich muss ein paar Fragen beantwortet haben. Dann können Sie mit Cottbus telefonieren. Dann kann ich was? Mit Cottbus telefonieren. Der Mann ist ein Profi. Er redet ganz normal mit uns. Und was ist mit Dina? Sie befindet sich in ihrem Schlafzimmer im Erdgeschoss. Sie ist unverletzt. Und er ist ihr auch nicht zu nahe getreten. Damit ist auch nicht zu rechnen. Es sei denn, er wird panisch. Und Panik wollen wir vermeiden, oder? Tut mir leid. Meine Nerven lassen nach. Das ist nicht weiter verwunderlich. Neben mir sitzt ein Doktor. Was soll das? Ich brauche keinen Arzt. Ich wäre da nicht so sicher. Ich brauche keine Hilfe. Ich kann Sie dazu zwingen. In Fällen wie diesen muss das manchmal sein. Er ist okay. Er ist durchaus nicht okay. Die Belastung ist ungeheuer hoch. Ja, scheiße, Mann, da drin ist meine Frau mit einem Tier, ja? Soll ich vielleicht reingehen und dem Tier Zucker in den Arsch blasen? Nein. Na also, dann dreschen Sie keine Allgemeinplätze mehr. Das tut meinem Hirn weh. Nicht so hart, Baumeister. Sie könnten durchaus etwas nehmen, was Sie zumindest beruhigt. Arzt und Psychologe bin ich hier. Und das Zeug da, das lässt mich nicht einschlafen. Das macht mich nicht besoffen. Nein. Wenn Sie mich bescheißen, dann reiß ich Ihnen die Eier ab. Gut, ich nehme das Zeug. Also. Wann kommt denn der Hubschrauber? Nicht vor morgen früh. Wir brauchen Zeit, um das Geld zu besorgen. Er verlangt $500.000. Gebraucht, in kleinen Scheinen. Die Bundesbank kümmert sich drum. Gehen Sie jetzt bitte in diese Kabine. Wir schneiden das Gespräch mit. Hallo? Hallo, Baumeister. Mein Gott, wo warst du denn? Nicht weit weg. Eigentlich nur ein paar Kilometer. Ich war bei Thomas und seiner Frau auf dem Hof. Wieso? Naja, ich hatte doch kein Geld bei mir. Ich hätte ja nicht mal tanken können. Ich bin zu Thomas und ich habe ihm gesagt, ich müsste nachdenken. Die waren sehr nett zu mir, weißt du? Wie geht es dir? Nicht gerade rosig, aber immerhin. Ich bin ganz ruhig und zuversichtlich. Schön. Cottbus steht neben mir. Er behandelt mich gut. Also normal, würde ich sagen. Wenn ihr ihm das Geld und die Flugzeuge gebt, ist alles Paletti, Baumeister. Ja.
Und was machen wir, wenn alles gelaufen ist? Ne? Ich würde gerne nach Euskirchen fahren, Quadflix Tabakladen gehen und mir eine Pfeife andrehen lassen. So ein richtig teures Stück. Kommst du mit? Gern. Und vergiss nicht, dass ich dich liebe. Ich dich auch. Kann ich mal den Cottbus haben? Ja. Herr Cottbus. Ja, Cottbus hier. Baumeister. Tag, Herr Baumeister. Tut mir leid, die Aufregung. Es tut mir wirklich leid. Sie müssen nicht Konversation machen, Cottbus. Sind Sie damit einverstanden, mich zu nehmen und Dina gehen zu lassen? Das ist schon erörtert worden. Unannehmbar. Hat man Ihnen gesagt, wann der Hubschrauber mit dem Geld kommt? Ja. Sie müssen erst die halbe Million Dollar in kleinen Scheinen einsammeln. Morgen früh. Das ist gut. Es ist nämlich langweilig hier. Darf ich Dina noch einmal anrufen? Ach, selbstverständlich. Ich hoffe allerdings, dass Sie nicht so dumm sein werden, Sie zu irgendeiner Aktion zu ermutigen. Das hätte den Tod Ihrer Frau zur Folge, mein Freund. Ja, das weiß ich doch, Cottbus. Darf ich noch eine Frage stellen? Ja, nur zu. Ich frage mich die ganze Zeit, warum Sie auch Ihren Chef getötet haben, den BND Meyer. Wieso fragen Sie mich das? Das war nicht meine Idee, das war ein Auftrag. Sie wissen doch, dass Meyer ein Mann des Generals war. Oder haben Sie das etwa nicht gewusst? Jetzt weiß ich's. Und wer gab Ihnen den Auftrag? Das will ich Ihnen niemals sagen, niemals. Vielen Dank, dass Sie mit mir gesprochen haben, Cottbus. Das war sehr fair. Aber selbstverständlich. Und noch was, Baumeister. Sie können sicher sein, dass ich Ihrer Frau nichts zuleide tue. Sowas könnte ich gar nicht. So ein Schwein kann ich gar nicht sein. Sie wissen schon, was ich meine. Danke. Weißt du, ob sie in der Nacht angreifen werden? Nein. Die sagen mir nichts, aber sie werden nicht angreifen, weil Cottbus noch viel zu lebhaft ist. Der ist noch nicht im geringsten müde. Mhm. Aber jetzt wissen wir wenigstens, warum der Meyer sterben musste. Ich vermute übrigens auch, dass Meyer plötzlich entdeckte, was sein liebster Kumpel Tom Becker für ein Netz aufgebaut hatte, um den General auszuschalten. Lass mich mit dem Scheißfall in Ruhe, Rodenstock. Wieso um Gottes Willen erschießen die Cottbus nicht einfach, wenn er an einem Fenster vorbeigeht? Das ist doch so einfach! Das ist es eben nicht. Du, komm, wir fahren zu den Frauen, ja? Die sind eben im Dorinth angekommen. Lass dich ablenken. Wir könnten Eis essen gehen oder sowas. Ich kann doch hier nicht weg. Sicher kannst du das. Rodenstock. Ja? Du verschweigst mir etwas. Jetzt sag mir endlich, warum sie ihn nicht einfach durch ein Fenster erschießen. Er hat einen Faustkontakt. Ein was? Einen Faustkontakt. Was? Es hat sowieso keinen Zweck, dir was vorzumachen. Dina trägt auf dem Rücken zwei Eierhandgranaten. Nein. Die sind mit Cottbus und seiner rechten Hand durch einen Draht verbunden. Wenn Cottbus den Kontakt schließt... Das ist nicht wahr! Doch. Oh Gott. Das ist richtig. Beten wäre nicht schlecht. Ich muss sofort zurück. Ich will sofort mit dir reden. Nicht besonders. Wie lang ist der Draht, der die beiden verbindet? Etwa 8 Meter. Aber machen Sie sich keine Hoffnung, das klappt nicht. Ich mache mir aber Hoffnung. Naja. Vor ungefähr 14 Tagen hatten Dina und ich einen Streit. Sie hatte plötzlich die Idee, Kriminalgeschichten zu schreiben. Ich sagte ihr, dass ich absolut nichts davon halte, aber das bremste sie nicht. Sie schrieb eine. In dieser Kurzgeschichte wird ein Mann entführt. Er kann nur heil und unversehrt aus der Geschichte herauskommen, wenn er es riskiert, mit einem Sprung rückwärts durch ein geschlossenes Fenster den Raum zu verlassen. Was? Ich sagte ihr, das ginge nicht, das würde ihr niemand glauben. Das sei vollkommen hirnrissig. Sie war wütend auf mich. Kann man ja verstehen, ich Idiot. Moment mal. Heißt das etwa? Ja, das heißt es. Das Verrückte an der Sache ist... dass der Sprung rückwärts durch das Fenster in einer lauen Sommernacht stattfindet. Um Punkt 3:10 Uhr.
Das wäre eine Möglichkeit. Ist Dina sportlich? Absolut nicht. Sie hat noch nie eine Kniebeuge zustande gebracht. Ob vorwärts oder rückwärts ist eigentlich wurscht. Hauptsache ist, sie kommt durch die Scheibe geflogen. Um 3.10 Uhr. Wird sie sich an die Uhrzeit erinnern? Todsicher. Sie war unglücklich und hat geheult, weil ich sie so hart kritisiert habe. Dann rufen Sie sie an und sagen Sie ihr, ach was, Sie sind klug genug, um irgendeinen Schlüssel zu finden. Und vergessen Sie nicht, auch mit Cottbus zu reden. Es gibt aber ein Problem. Mein Haus liegt am Hang. Die Fenster sind vorne ziemlich nah über dem Boden. Aber das Fenster vom Schlafzimmer dürfte fast 2,50 Meter hoch liegen. Wir haben überhaupt keine andere Wahl. Das müssen wir riskieren. Ja, bitte. Ich bin es noch einmal, Baumeister. Ja? Ich komme nicht zur Ruhe. Und ich frage mich, warum Sie mir verschwiegen haben, dass meine Frau Eierhandgranaten auf dem Rücken trägt. Halbbonn wird erst zufrieden sein, wenn sie mich erschossen haben. Die haben Angst vor mir, weil ich Dinge aufdecken kann, die vielen gefährlich werden können. Und weil das so ist, muss ich mich absichern. Ich zünde die Granaten nicht leichtfertig. Mein Gott, Cottbus, seien Sie vernünftig. Die Frau hat Ihnen doch nichts getan. Ihre Frau ist meine Lebensversicherung. Kann ich sie haben? Ja. Moment mal. Ja, Baumeister. Hast du ein bisschen geschlafen? Ja, aber nur ein paar Minuten. Und du? Bist du nicht hundemüde? Ich denke, wir können schlafen, wenn alles vorbei ist. Ja. Ich wollte dir noch sagen, dass ich deinen letzten Text doch ziemlich gut finde. Ich dachte, du magst ihn nicht. Ich habe nachgedacht. Wahrscheinlich geht es nur so. Deine Lösung ist die einzige Möglichkeit für die Szene. Du musst später einfach nur überlegen, ob sie besser rückwärts oder vorwärts funktioniert. Ach, naja, ich verstehe. Das könnte man ja leicht ändern. Ich muss Schluss machen. Pass auf dich auf. Ja. Das war sehr gut. Ich wollte, es wäre 3:10. Fragen Sie mich mal. Das ist die komischste Planung, die ich je erlebt habe. Ich muss mich darauf verlassen, dass eine total unsportliche Frau um 3:10 Uhr entweder vorwärts oder rückwärts durch ein Fenster fliegt. Das wird mir kein Mensch glauben. Ich schon. Ich schon. Wie viel Uhr? 3:08. Lass uns gehen. Bist du verrückt? Wenn Cottbus dich sieht, weiß er sofort, dass was nicht stimmt. Du rührst dich nicht vom Fleck. Du darfst 3:10:20 losrennen von mir aus. Nicht eher. Keine Sekunde eher. Ja. Wo sind die Männer? Welche Männer? Ach so, Trautweins Männer. Naja, die werden das Haus stürmen. So 50 Leute, schätze ich. Und vorher wird Cottbus tot sein. Du sollst übrigens diesen Spiegel Sibelius anrufen. Dringend, sagt er. Er hockt in der Redaktion und betet. Ich habe ihm erzählt, was hier läuft. Ja, soll ich übrigens auch von Emma herzlich grüßen. Sie meint, sie könnte dir das Haus auf Teneriffa zur Verfügung stellen, was ihrer Familie gehört. Sie sagt, du und Dina, ihr hättet es verdient. Sie liebt Dina regelrecht. Ich übrigens auch. Hodenstock, du halt endlich die Schnauze! Verdammt! Warte, Baumeister! Sigi! Um Himmels Willen, bleib stehen! Feuer einstellen! Cottbus ist tot! Er hat keinen Kopf mehr! Das ist verdammt gut so! Dina! Baumeister! Sieh mich an!
Maximilian, du hast dich verletzt, nicht wahr? Ich, nein, ich bin nicht verletzt. Wieso? Ich habe an die Katzen gedacht. Und Cottbus hat vorgeschlagen, sie im Badezimmer unterzubringen. Ich hatte keine Ahnung, wie gut diese Idee war. Ich bin vorwärts gesprungen, Baumeister. Ich bin richtig vorwärts aus dem Fenster gesprungen. Ich liebe dich. Oh, Mensch, Baumeister. Wir sind das einzige Liebespaar, dem der Weg ins Bett von der Bundesregierung freigesprengt worden ist. Na, dann können wir uns ja gleich hinlegen. Oh, ich glaube, dreh dich mal um. Guck mal. Ja, die Scheibe ist ja wohl hinüber. Ja. Aber die müssen zahlen. Ist das Kanzleramt eigentlich haftpflichtversichert? Um Gottes Willen. Welche Versicherung würde ein derartiges Risiko eingehen? Oh, Baumeister. Eifelfeuer von Jacques Berndorf. Bearbeitung Maria Franziska Schüller. Die Rollen und ihre Darsteller: Sigi Baumeister, Jochen Kollender, Emma, Marianne Roger, Rodenstock, Walter Gontermann, Marion, Nele Rosetz, Seepferdchen, Hannelore Lübeck, Dina, Sascha X, Cottbus, Matthias Ponier. In weiteren Rollen: Karl-Heinz Herber, Katrin Höhne, Horst Mendroch, Olaf Reitz, Volker Risch, Christian Tasche, Errol Trottmann-Harewood und Tom Zahner. Technische Realisation Herbert Kuhlmann und Kerstin Grimm. Regieassistenz Matthias Kapohl. Ja, das heißt, wir hatten ein Gespräch abgehört, in dem das Attentat auf Herterich geplant wurde. Mhm. Ja, ganz klar. Und das bedeutet, dass jemand das Protokoll verschwinden ließ, damit Herterich nicht überlebte. Herterich wurde in die Luft gejagt. Die Bundeswehr hat im Auftrag des BND die Aktion überwacht. Und damit niemand in der Lage sein würde, so etwas zu behaupten, wurde die Seite 92 aus der Abhörakte entfernt. Ja. Irgendjemand aus dem Amt hat dem General das Material gegeben. Oder hat es ihn lesen lassen, wie auch immer. Herterichs Ermordung wurde von Deutschland aus gesteuert. Der sogenannte Bruder ist sein Mörder. Und der Bundesnachrichtendienst hat's gewusst. Also es tut mir leid, ich muss jetzt weg. Wir bedanken uns. Wiedersehen. Oh. Dem geht die Muffe. Du, ehrlich gesagt, mir auch. Baumeister? In Brück? Emma? In Bonn. Schieß los. Also, diese Verbindungsonkel von Schwarzenegger haben wir natürlich nicht getroffen. Mhm. Aber wir konnten einen anderen auftun, den Seepferdchen gut kennt. Den haben wir ein bisschen erpresst. Böses Mädchen. Also, der Mann, der auf dich geschossen hat, heißt Willem Cottbus. Cottbus? Cottbus, wie die Stadt. Die Frage ist allerdings, ob er diesen Namen auch benutzt. Hast du herausgefunden, was dieser Cottbus zurzeit macht? Nein. Wir kommen jetzt zurück nach Brück. Und bei euch? Tja, wir haben uns diesen Mähern vorgeknöpft. Und 2 Stunden später fand ihn ein Pärchen auf dem Rastplatz vor Waldkönigin an der B-421. Eine 9mm Kugel in der linken Schläfe. Er hat nicht mal erschrocken ausgesehen. Da spielt einer verrückt. Emma, ihr Frauen solltet abhauen. Heute noch. Ich soll euch allein lassen. Keine Widerworte, sonst... Ich sage nur Trier. Aber der Mann schreckt doch vor nichts zurück. Okay, ich hab mich geschlagen. Also wohin? Nach Holland, in dein Haus. Ist das nicht übertrieben? Nicht die Spur. Rodenstock hat recht. Offensichtlich wird jeder, der den gesamten Vorgang kennt, getötet. Wir sind die Nächsten. Vorsichtig, ne? Thank you.
ist, wenn er im Bett liegt? Schraubenzieher. Hier. In seiner Verfassung wird er überall auftauchen, nur nicht hier. Schnell rein, Tierzucht. Boah, das stinkt ja bestialisch. Verwesungsgeruch. Oh Gott, die nächste Schweinerei. Warte, ich mach Licht. Guck mal, hier, sieh dir das an. Richtige Junggesellenbude. Er hat Gehacktes gekauft und ist vergessen. Riesenhaufen Maden. Oh. Ja, ab in Lokus damit. Oh. Was hast du denn? Siehst du aus wie eine Wasserleiche. Ja, so fühle ich mich auch. Ich fange in der Küche an, du nimmst das Bad. Er muss wie ein Penner gelebt haben. Das kannst du laut sagen. Und gesoffen hat er wie verrückt. Hier, lauter leere Wacholderflaschen, Pennymarkt. Gucken wir uns mal das Wohnzimmer an. Sieht so aus, als sei das nur ein Schlafplatz gewesen. Komisch, kein Telefon. Vielleicht benutzt er nur Handys. Du, ich gehe jede Wette ein, dass er ein ausgesprochener Einzelgänger ist. Eigenbrötlerisch, schweigsam, scheinbar desinteressiert. Aber so ein verbissener Einzelgänger kann doch unmöglich beim Bundesnachrichtendienst arbeiten. Na. Solche asozialen Typen sind für Geheimdienste unverzichtbar. Das ist übrigens auch einer der Gründe, weshalb die nie ganz zu kontrollieren sind. Und was geschieht, wenn so ein Mann durchknallt? Das weiß ich nicht. Aber von seiner Struktur her kann er beschlossen haben, jeden zu töten, der sich in den Mordfall eingemischt hat. Er verteidigt seinen Geheimdienst. Er fühlt sich als Rächer, als Vollstrecker. Also ist er krank? Och, das müssen die Psychiater entscheiden. Sag mal, fällt dir an diesem Raum nichts auf? Nö. Stabiler Holzboden. Alle anderen sind mit einfachen PVC-Platten ausgelegt. Ach, du meinst... Auf die Knie. Guck mal, hier sind die Dielen an den Fugen geschraubt. Na, wusste ich's doch. Also, hoch mit den Dingern. Das gibt's doch nicht. Hast du meine Kamera dabei? Selbstverständlich. Mindestens 75 Schusswaffen. Schöne Sachen dabei. Ja, das ist aber wirklich krank. Muss doch nicht... Hallo? Hat zum Beispiel mal eine Akte aus der Arbeitstasche vom General komplett fotografiert. Mhm. Und? Hat es sich wenigstens gelohnt? Das weiß ich nicht. Aber Johnny sagte zu Carlo, noch sowas und du kriegst dein Bundesverdienstkreuz. Das hat er wirklich gemeint. Aber jetzt tut's mir leid. Irgendwie kam mir alles zusammen, ne? Der General erschossen. Mädchen. Carlo knallt gegen diesen Felsen und... Ach, scheiße, es ist irgendwie alles blöd gelaufen. Dabei wollten wir ja nur heiraten und wir wären bestimmt glücklich geworden. Die Nachricht, dass Carlo auf so tragische Weise umgekommen ist, hast du also von Tom, Johnny bekommen? Na ja, klar. Sag mal... Hm. Wieso weißt du das nicht, wenn du mit ihm zusammenarbeitest? Ich arbeite nicht mit Johnny zusammen. Was? Er mag mich nicht und ich ihn nicht. Und er hat dich ganz gewaltig beschissen. Du hast mich geleimt, du Schwein. Mensch, ich hatte keine andere Wahl. Du musst hier weg, Mädchen. Ich habe Carlo auf dem Waldweg hinter dem Haus des Generals gefunden. Er ist nicht verunglückt. Sie haben ihn erschossen. Deswegen bin ich hier. Erschossen? Ach ja. Komm, ist doch scheiße. Ja. Ich habe ihn nicht nur gefunden, ich habe ihn auch fotografiert. Er ist erschossen. Wieso denn erschossen? Mit derselben Waffe wie der General. Johnny hat dich die ganze Zeit gelogen. Du musst jetzt hier raus. Und zwar ganz schnell. Geht's vielleicht ein bisschen langsamer? Tut mir leid, aber ich muss mich abreagieren. Ich hasse Geheimdienste und ich hasse diesen Fall. War der General dein Freund? Nein. Aber er ist auf dem besten Weg, mein Freund zu werden. Hat Carlo? Ich meine, hat er... Nein. Er hat keine Schmerzen gehabt. Er kann gar nichts gespürt haben. Es war ein Kopfschuss.
Ihr wollt mich wirklich heiraten. Es war. Oh, ihr hört ihn so. Komm, Mädchen. Oh, Scheiße. Was? Da. Siehst du diesen Idioten? Verdammt, da? Den kenne ich den. Irgendwo erkenne ich den. Herunter! Parteien in Bonn sollte nach seiner Rückkehr, und jetzt halte ich fest, Chef des BND werden. Was? Der Sionama. Was machst du jetzt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Eigentlich müsste ich diese kleine Nutte in Godesberg auftreiben. Dann tu das. Wir dürfen jetzt keine neuen Spuren aufweisen, sondern müssen erstmal die alten nach Möglichkeit eliminieren. Wir brauchen ein freies Arbeitsfeld. Ja, ja. Du und deine klugen Sprüche. Willst du irgendwas Besonderes? Na sicher. Und was? Reichen 400? Kommt drauf an. Ich hätte gern Auskunft über Carlo. Du hast im Modell gestanden, im Munitionsdepot. Ach so, du bist von den Bullen? Nee. Ich verpfeife keine Freunde. Carlo ist tot. Das ist nicht zu verpfeifen. Weiß Johnny, dass du hier bist? Nehme ich mal an, er weiß doch sonst alles, oder? Ach, stimmt. Ich zieh mir ihm was über. Das wäre gut, ich möchte nämlich nicht, dass du einen Schnupfen kriegst. Witzig. Also, wobei kann ich helfen? Der Vater von Carlo läuft rum und trällert durch die Gegend, dass sein Sohn für seine Mitarbeit eigentlich einen Orden kriegen sollte und so dämliche Geschichten. Das ist aber doch gar nicht dämlich. Hey, sag nicht, du hast dich in Carlo verknallt. Und wenn? Den Auftrag habe ich strikt durchgezogen. Und wie sah der genau aus? Wieso, das weißt du doch. Grob, ja, aber meinst du, ich kann mir jedes Furzdetail unserer Mitarbeiter merken? Mein Herr, das ist doch keine Festplatte. Reg dir nicht auf. Also, der Plan stammt von Tom Johnny. Aha. Das hat Tom Becker aber gar nicht gern, wenn du nicht beim Codenamen bleibst. Mann, sag ich doch Johnny. Also, vor 2 Jahren, als er rüberkam, sagte er braucht eine dichte Kette um den General. Erst hat er gedacht, dass ich das machen kann. Aber der General stand nicht auf hübsche junge Frauen. Hm. Er war eher so ein Daddy-Typ. Und zu welchem Zeitpunkt kam Carlo rein? Ungefähr 4 Wochen später. Ich wollte es nochmal versuchen und machte hinterm Haus vom General einen auf Sonnenbaden. Du weißt... In ihr Beamtenhirn zu kriegen, dass er gar keine Kopie brauchte. Das sind halt Arschlöcher, die Deutschen. So. Wir verpacken euch jetzt ein wenig, Kumpels. Komm mal her. Ich brauche euer Patschehändchen. So einfach geht das aber nicht. Hände hoch. Aber mach schon. Oh, das ist eine LeMay A331. Davon wurden weniger als 300 Stück gebaut. Bis 1984. Super. Entschuldigung, ich musste sie einfach klauen. Komm mal, Mensch, Stark. Es spielt doch für Sie überhaupt keine Rolle mehr, ob Sie hier 2-3 Stunden herumliegen oder nicht, oder? Na, so sieht das aus. Aber irgendjemand muss euch zeigen, dass ihr nicht die Herren der Welt seid. Hey. Wissen Sie was, Becker? Leute wie Sie kotzen mich an. Vorsicht! Come on, let's get him. He won't. Bleiben Sie stehen. He won't. No. One, relax. Bleiben Sie stehen, habe ich gesagt. Ah, oh, Gott! Sperren Sie ein. Ins Bad. Fuck, you're gonna pay for this. Sie sollten sich geirrt fühlen, Becker. Glatter Beinschuss. Rodenstock hat noch nie auf einen Menschen geschossen. Toll. Sorry. Hallo Emma, wir wollten uns mal melden. Ja?
hier ist soweit alles in Ordnung. Wie geht's dir, mein Herz? Rodenstock, kannst du dein Liebesgeflüster nicht auf später verschieben? Kommt nicht so gut in Anwesenheit gebrochener Herzen. Hä? Ja? Ja? Hey, Rodenstock, hast du gehört? Was? Was ist los? Ja, ja, ja. Gut, bis später. Hey, du siehst ja aus wie eine Wasserleiche. Hallo, Kumpel. Hier bin ich. Was ist los? Cottbus ist in deinem Haus. Und der Dina. Wieso Dina? Was soll das? Dina ist nicht da, also wieso hat Cottbus Dina? Willst du mich verarschen? Emma rief vor einer Viertelstunde bei dir zu Hause an. Sie hatte Angst, dass wir sie angeflunkert haben und doch wieder im Haus sind. Stattdessen meldete sich ein Mann, aber ohne Namen. Scheiße. Emma fragte, ob jemand zu Hause sei, und der Mann sagte, Moment mal. Und dann war Dina dran. Sie ist vor 2 Stunden zurückgekommen und Cottbus war schon drin. Er will ihr nichts tun, wenn ihm freier Abzug garantiert wird. Er will nur genügend Geld und einen Hubschrauber nach Köln warnen und von dort eine Maschine nach Warschau. Emma glaubt, dass er dort Kumpel hat, die ihn verstecken. Er will sich wieder melden. Er hat sich jetzt schon 2 Stunden... Ja, aber reg dich nicht auf, Baumeister. Er ist nicht der Typ, der Frauen prügelt. Hör mit dem Scheiß auf! Was ist, Rodenstock? Was machen wir jetzt? Wenn ich sofort angreife, habe ich vermutlich eine gute Chance. Du hast gar keine Chance. Du musst dir jeden Alleingang aus dem Kopf schlagen, hörst du? Wahrscheinlich steht die ganze Logistik auch schon. Nannten Sie Bruder. Er sagte, wir machen es in 3 Tagen an der Brücke. Aha. Keiner von uns hat begriffen, was das hieß. Was passiert, wenn eine solche Abhörung zu Ende ist? Wir nehmen die Bänder und schließen sie in den Safe. Vorher werden sie noch durch einen simultan arbeitenden Computer ausgedruckt. 2-mal. Einmal für unser Archiv und einmal für den Auftraggeber in Pullach. Und diese Seite 92, hat der General sie gesehen? Ja, aber nicht bei uns. Wieso nicht? Weil ich das Material persönlich zu Frau Zimmer gebracht habe. Hm? Die Seite 92, die wurde mir quittiert. Sie war dabei. Frau Zimmer gab das Material dann einem Eilboten mit nach Pullach. Als der Mann ankam, fehlte die Seite 92. Und, was heißt das? Naja, das heißt... Wir hatten ein Gespräch abgehört, in dem das Attentat auf Herterich geplant wurde. Mhm. Ja, ganz klar. Und das bedeutet, dass jemand das Protokoll verschwinden ließ, damit Herterich nicht überlebte. Herterich wurde in die Luft gejagt. Die Bundeswehr hat im Auftrag des BND die Aktion überwacht. Und damit niemand in der Lage sein würde, so etwas zu behaupten, wurde die Seite 92 aus der Abhörakte entfernt. Ja. Irgendjemand aus dem Amt hat dem General das Material gegeben. Oder hat es ihn lesen lassen, wie auch immer. Herterichs Ermordung wurde von Deutschland aus gesteuert. Der sogenannte Bruder ist sein Mörder. Und der Bundesnachrichtendienst hat's gewusst. Also es tut mir leid, ich muss jetzt weg. Wir bedanken uns. Wiedersehen. Oh. Dem geht die Muffe. Du, ehrlich gesagt, mir auch. Baumeister in Brück. Emma in Bonn. Schieß los. Also, diese Verbindungsonkel von Schwarzenegger haben wir natürlich nicht getroffen. Mhm. Aber wir konnten einen anderen auftun, den Seefeldlot kennt. Den haben wir ein bisschen erpresst. Böses Mädchen. Also, der Mann, der auf dich geschossen hat, heißt Willem Cottbus. Cottbus, wie die Stadt. Die Frage ist allerdings, ob er diesen Namen auch benutzt. Hast du herausgefunden, was dieser Cottbus zurzeit macht? Nein. Wir kommen jetzt zurück nach Brück. Und bei euch? Tja, wir... Was denn sein? Aufschnitt, was zu braten, was zu kochen? Nur garantiert BSE-freies Fleisch. Unsere Rinder stammen aus der Eifel und haben England nie gesehen. Ganz genau. Na dann. Sind Herr oder Frau Mecher nicht im Hause?
Vertretertag ist bei uns donnerstags. Ich bin kein Vertreter. Es betrifft Carlo. Ach, ach, das ist ja so eine schreckliche Geschichte. Der arme Junge, der ist ja noch nicht mal unter der Erde. Hören Sie, das weiß ich auch. Ich habe ihn gefunden. Ach, warum sagen Sie das nicht gleich? Also, die Chefin ist beim Arzt, das dauert. Und der Chef ist in der Eifel, da wo Carlo immer war. Ich weiß nicht genau, wo das ist, aber... ich... Baumeister? Ich bin's, Emma. Du, die Polizei, diese Herlach, rief eben mir an. Du sollst unbedingt zum Munitionsdepot fahren, da ist irgendein Zoff. Sie haben eine vierte Leiche. Ausgerechnet Meyer. Wir schätzen, sein Tod ist gerade mal 2 bis 3 Stunden her. Wer hat denn was davon, den BND-Hierarchen umzunieten? Keine Ahnung. Fällt Ihnen was auf an der Leiche? Genauso zersägt wie der General. Und auch 9mm Geschosse? Stimmt, genau. Wo ist der Mechernich? Wie bitte? Mechernich ist heute Morgen hierher gefahren. Wahrscheinlich, um sich mit Meyer zu treffen. Ach. Irgendwelche Spuren? Nicht die geringsten. Wussten Sie, dass Meyer hier kommen würde? Niemand wusste das. Wer hat Sie denn informiert? 2 Leute von der Rheinzeitung. Die wollten hier die Trümmer vom Haus des Generals fotografieren. Dabei gingen sie den Hang hoch und fanden die Leiche mitten auf einem Waldweg. Aber das Büro von Meyer, die müssen doch... Nix wissen die. Im Gegenteil. Sie haben ihren Chef um 10 Uhr erwartet, weil er trotz Wochenende eine Konferenz angesetzt hatte. Mhm. Behaupten sie jedenfalls. Naja, jetzt folgt das übliche Spielchen. Hubschrauber aus Bonn und der ganze Rattenschwanz. Ja, dann mache ich mich jetzt auf die Suche nach Mechernich. Na, warst du erfolgreich? Fast ein bisschen zu viel. Ich habe Mechernich aufgespürt, ziemlich verstört, irgendwo im Wald. Weißt du, Carlo war kein harmloser Naturfreak. Er hatte den Auftrag, den General zu überwachen. Und Meyer wollte heute Morgen Carlos Vater vor Ravensteins Haus treffen. Ich verstehe überhaupt nichts. Beruhige dich. Nicht besonders. Wie lang ist der Draht, der die beiden verbindet? Etwa 8 Meter. Aber machen Sie sich keine Hoffnung, das klappt nicht. Ich mache mir aber Hoffnung. Naja. Vor ungefähr 14 Tagen hatten Dina und ich einen Streit. Sie hatte plötzlich die Idee, Kriminalgeschichten zu schreiben. Ich sagte ihr, dass ich absolut nichts davon halte, aber das bremste sie nicht. Sie schrieb eine. In dieser Kurzgeschichte wird ein Mann entführt. Er kann nur heil und unversehrt aus der Geschichte herauskommen, wenn er es riskiert, mit einem Sprung rückwärts durch ein geschlossenes Fenster den Raum zu verlassen. Was? Ich sagte ihr, das ginge nicht, das würde ihr niemand glauben. Das sei vollkommen hirnrissig. Sie war wütend auf mich. Kann man ja verstehen, ich Idiot. Moment mal. Heißt das etwa? Ja, das heißt es. Das Verrückte an der Sache ist, dass der Sprung rückwärts durch das Fenster in einer lauen Sommernacht stattfindet. Um Punkt 3.10 Uhr. Das wäre eine Möglichkeit. Ist Dina sportlich? Absolut nicht. Sie hat noch nie eine Kniebeuge zustande gebracht. Ob vorwärts oder rückwärts ist eigentlich wurscht. Hauptsache ist, sie kommt durch die Scheibe geflogen. Um 3.10 Uhr. Wird sie sich an die Uhrzeit erinnern? Todsicher. Sie war unglücklich und hat geheult, weil ich sie so hart kritisiert habe. Dann rufen Sie sie an und sagen Sie ihr, ach was, Sie sind klug genug, um irgendeinen Schlüssel zu finden. Und vergessen Sie nicht, auch mit Cottbus zu reden. Es gibt aber ein Problem. Mein Haus liegt am Hang. Die Fenster sind vorne ziemlich nah über dem Boden. Aber das Fenster vom Schlafzimmer dürfte fast 2,50 Meter hoch liegen. Wir haben überhaupt keine andere Wahl. Das müssen wir riskieren. Ja, bitte. Ich bin es noch einmal, Baumeister. Ja?
Ich komme nicht zur Ruhe. Und ich frage mich, warum sie mir verschwiegen haben, dass meine Frau Eierhandgranaten auf dem Rücken trägt. Halb Bonn wird erst zufrieden sein, wenn sie mich erschossen haben. Die haben Angst vor mir, weil ich Dinge aufdecken kann, die vielen gefährlich werden können. Und weil das so ist, muss ich mich absichern. Ich zünde die Granaten nicht leichtfertig. Mein Gott, Cottbus, seien Sie vernünftig. Die Frau hat Ihnen doch nichts getan. Ihre Frau ist meine Lebensversicherung. Kann ich sie haben? Ja. Moment mal. Ja, Baumeister. Hast du ein bisschen geschlafen? Ja, aber nur ein paar Minuten. Und du? Bist du nicht hundemüde? Emma rief vor einer Viertelstunde bei dir zu Hause an. Sie hatte Angst, dass wir sie angeflunkert haben und doch wieder im Haus sind. Stattdessen meldete sich ein Mann, aber ohne Namen. Scheiße. Emma fragte, ob jemand zu Hause sei, und der Mann sagte, Moment mal. Und dann war Dina dran. Sie ist vor 2 Stunden zurückgekommen und Cottbus war schon drin. Er will ihr nichts tun, wenn ihm freier Abzug garantiert wird. Er will nur genügend Geld und einen Hubschrauber nach Köln warnen und von dort eine Maschine nach Warschau. Emma glaubt, dass er dort Kumpel hat, die ihn verstecken. Er will sich wieder melden. Er hat sich jetzt schon 2 Stunden... Ja, aber reg dich nicht auf, Baumeister. Er ist nicht der Typ, der Frauen prügelt. Hör mit dem Scheiß auf! Was ist, Rodenstock? Was machen wir jetzt? Wenn ich sofort angreife, habe ich vermutlich eine gute Chance. Du hast gar keine Chance. Du musst dir jeden Alleingang aus dem Kopf schlagen, hörst du? Wahrscheinlich steht die ganze Logistik auch schon. Sie werden ihr Hauptquartier unten an der Kirche aufgemacht haben. In der Regel nehmen sie 2 neutral lackierte Busse. Ich möchte nach Brück. Wie bitte was? Was hast du gesagt? Ich will nach Brück und versuche nicht, mich davon abzubringen. Okay, sehr gut. Aber lass mich fahren, okay? Kommen Sie herein, meine Herren. Wir haben Sie schon erwartet. Tag. Tag, mein Name ist Trautwein. Ich leite die Sache. Bitte nehmen Sie Platz. Herr Baumeister. Ja? Ich muss ein paar Fragen beantwortet haben. Dann können Sie mit Cottbus telefonieren. Dann kann ich was? Mit Cottbus telefonieren. Der Mann ist ein Profi. Er redet ganz normal mit uns. Und was ist mit Tina? Sie befindet sich in ihrem Schlafzimmer im Erdgeschoss. Sie ist unverletzt. Und er ist ihr auch nicht zu nahe getreten. Damit ist auch nicht zu rechnen. Es sei denn, er wird panisch. Und Panik wollen wir vermeiden, oder? Tut mir leid. Meine Nerven lassen nach. Das ist nicht weiter verwunderlich. Neben mir sitzt ein Doktor. Was soll das? Ich brauche keinen Arzt. Ich wäre da nicht so sicher. Ich brauche keine Hilfe. Ich kann Sie dazu zwingen. In Fällen wie diesen muss das manchmal sein. Er ist okay. Er ist durchaus nicht okay. Die Belastung ist ungeheuer hoch. Ja, scheiße, Mann, da drin ist meine Frau mit einem Tier, ja? Soll ich vielleicht reingehen und dem Tier Zucker in den Arsch blasen? Nein. Also dann dreschen Sie keine Allgemeinplätze mehr. Das tut meinem Hirn weh. Nicht so hart, Baumeister. Sie könnten durchaus etwas nehmen, was Sie zumindest beruhigt. Arzt und Psychologe bin ich hier. Ich weiß nicht. Oh, Sie wissen es doch, hm? Na ja, da ist ein junger Mann, der bis jetzt Verbindungsoffizier der Kaserne zum General in der NATO war. Rolf Mehren. Dieser Mehren sollte als Herterichs Adjutant mit zum BND gehen. Der Junge ist nämlich Hölle. Und den rufen Sie bitte auch. Seepferdchen ist eine richtige Vielzweckwaffe. Sie weiß alles. Aber wenn wir Pech haben, erinnert sie sich erst, wenn der Fall gelaufen ist. Genau. Aber Sie haben ganz vergessen, mich nach der CIA zu fragen. Was müssen wir denn fragen? Naja, was denn die CIA von Herterich hält? Na, dann fragen wir das doch mal. Die CIA wollte mit aller Gewalt den Schüller unter Verfassungsschutz auch. Ich wusste es doch. Was am Ende rauskommt, ist eine Riesenschweinerei. Haben wir sonst noch was vergessen? Nicht direkt, aber ich weiß, dass der BND den Antrag gestellt hat, das Gebiet in Jugoslawien abzuhören.
Ich meine, das Gebiet, in dem Herterich die zivile Verwaltung wieder aufbauen sollte. Was? Und wann war das? Das ist es ja eben. Das geschah genau zu dem Zeitpunkt, als Herterich explodierte. Die Überwachung setzte eine Woche vor Herterichs Tod ein und endete eine Woche nach seinem Tod. Frische Reibekuchen mit Apfelmus, Herr. Damit Ziggy wieder richtig auf die Beine kommt. Du bist ein Schatz, Emma. Jetzt mal ran. Gleich kommt Nachschub. Wie die riechen. Und du stinkst wie Männerpuff. Ach, erzähl mal, wie stinkt denn Männerpuff? Hm. Im Ernst? Hat dich eine der anwesenden Damen infiziert? Hm. Ist das Zeug, das Dina benutzt. Stand noch ein Rest im Bad. Lass sie besser trauern. Hm. Dann bin ich ja beruhigt. Braucht ihr Zucker? Nein. Sag mal, wie sieht das eigentlich mit dem Bildmaterial aus? Zuckerstückchen. Hm? Ich hab's. Zuckerstückchen. Zuckerstückchen hat er seinen Chef genannt. Du redest wirr, mein Freund. Hohenstock. Ich glaube, ich weiß jetzt, wer auf mich im Marion geschossen hat. Hast du ihn fotografiert, oder was? Im Haus vom General. Der dicke BND-Meier hatte gedroht, mir die Eier abzureißen, falls ich recherchiere. Und im gleichen Moment sagt neben mir in einem Pulk von Männern dieser Typ, das, was mein Chef ist, wird auch Zuckerstückchen genannt. Was mich stutzig gemacht hat, war, dass er die Bemerkung so seltsam hat fallen lassen. Es sei denn, er wird panisch. Und Panik wollen wir vermeiden, oder? Tut mir leid. Meine Nerven lassen nach. Das ist nicht weiter verwunderlich. Neben mir sitzt ein Doktor. Was soll das? Ich brauche keinen Arzt. Ich wäre da nicht so sicher. Ich brauche keine Hilfe. Ich kann Sie dazu zwingen. In Fällen wie diesen muss das manchmal sein. Er ist okay. Er ist durchaus nicht okay. Die Belastung ist ungeheuer hoch. Ja, scheiße, Mann, da drin ist meine Frau mit einem Tier, ja? Soll ich vielleicht reingehen und dem Tier Zucker in den Arsch blasen? Nein. Also dann dreschen Sie keine Allgemeinplätze mehr. Das tut meinem Hirn weh. Nicht so hart, Baumeister. Sie könnten durchaus etwas nehmen, was Sie zumindest beruhigt. Arzt und Psychologe bin ich hier. Und das Zeug da, das lässt mich nicht einschlafen. Das macht mich nicht besoffen. Nein. Wenn Sie mich bescheißen, dann reiße ich Ihnen die Eier ab. Gut, ich nehme das Zeug. Also. Wann kommt denn der Hubschrauber? Nicht vor morgen früh. Wir brauchen Zeit, um das Geld zu besorgen. Er verlangt eine 500.000 Dollar. Gebraucht, in kleinen Scheinen. Die Bundesbank kümmert sich drum. Gehen Sie jetzt bitte in diese Kabine. Wir schneiden das Gespräch mit. Hallo? Hallo, Baumeister. Mein Gott, wo warst du denn? Nicht weit weg. Eigentlich nur ein paar Kilometer. Ich war bei Thomas und seiner Frau auf dem Hof. Wieso? Naja, ich hatte doch kein Geld bei mir. Ich hätte ja nicht mal tanken können. Ich bin zu Thomas und ich habe ihm gesagt, ich müsste nachdenken. Die waren sehr nett zu mir, weißt du? Wie geht es dir? Nicht gerade rosig, aber immerhin. Ich bin ganz ruhig und zuversichtlich. Schön. Cottbus steht neben mir. Er behandelt mich gut. Also normal, würde ich sagen. Wenn ihr ihm das Geld und die Flugzeuge gebt, ist alles paletti, Baumeister. Ja. Und was machen wir, wenn alles gelaufen ist? Ich würde gerne nach Euskirchen fahren, Quadfliegs Tabakladen gehen und mir eine Pfeife andrehen lassen. So ein richtig teures Stück. Kommst du mit? Gern. Und vergiss nicht, dass ich dich liebe. Ich dich auch. Kann ich mal den Cottbus haben? Ja. Herr Cottbus. Ja, Cottbus hier. Baumeister. Tag, Herr Baumeister. Tut mir leid, die Aufregung. Es tut mir wirklich leid. Sie müssen nicht Konversation machen, Cottbus. Sind Sie damit einverstanden, mich zu nehmen und Dina gehen zu lassen? Das ist schon erörtert worden. Unannehmbar. Baumeister. Ja? Ich komme nicht zur Ruhe.
Und ich frage mich, warum Sie mir verschwiegen haben, dass meine Frau Eierhandgranaten auf dem Rücken trägt. Halb Bonn wird erst zufrieden sein, wenn sie mich erschossen haben. Die haben Angst vor mir, weil ich Dinge aufdecken kann, die vielen gefährlich werden können. Und weil das so ist, muss ich mich absichern. Ich zünde die Granaten nicht leichtfertig. Mein Gott, Cottbus, seien Sie vernünftig. Die Frau hat Ihnen doch nichts getan. Ihre Frau ist meine Lebensversicherung. Kann ich sie haben? Ja. Moment mal. Ja, Baumeister. Hast du ein bisschen geschlafen? Ja, aber nur ein paar Minuten. Und du? Bist du nicht hundemüde? Ich denke, wir können schlafen, wenn alles vorbei ist. Ja. Ich wollte dir noch sagen, dass ich deinen letzten Text doch ziemlich gut finde. Ich dachte, du magst ihn nicht. Ich habe nachgedacht. Wahrscheinlich geht es nur so. Deine Lösung ist die einzige Möglichkeit für die Szene. Du musst später einfach nur überlegen, ob sie besser rückwärts oder vorwärts funktioniert. Ach. Naja, ich verstehe. Das könnte man ja leicht ändern. Ich muss Schluss machen. Hm. Pass auf dich auf. Ja. Das war sehr gut. Ich wollte, es wäre 3:10. Fragen Sie mich mal. Das ist die komischste Planung, die ich je erlebt habe. Ich muss mich darauf verlassen, dass eine total unsportliche Frau um 3:10 entweder vorwärts oder rückwärts durch ein Fenster fliegt. Das wird mir kein Mensch glauben. Ich schon. Ich schon. Wie viel Uhr? 3:08. Lass uns gehen. Bist du verrückt? Wenn Cottbus dich sieht, weiß er sofort, dass was nicht stimmt. Du rührst dich nicht vom Fleck. Du darfst 3:10:20 losrennen von mir aus. Nicht eher. Keine Sekunde eher. Ja. Wo sind die Männer? Welche Männer? Ach so, Trautweins Männer. Naja, die werden das Haus stürmen. 50 Leute, schätze ich. Und vorher wird Cottbus tot sein. Du sollst übrigens... Wie bitte? Tut mir leid. Kann ich mit Rodenstock sprechen? Wie geht es Ihnen? Und noch was, damit Sie mir glauben, Rodenstock ist ein älterer Herr mit Brille und weißen Resthaaren, nicht übergewichtig, aber mit leichtem Bauch. Wirkt ungeheuer freundlich, ist er auch, kann aber messerscharf denken, was Ihnen als Chirurg gefallen müsste, wenn Sie überhaupt ein Chirurg sind. Er hat, das ist mal sicher, Hodenkrebs, der als Alterskrebs bezeichnet wurde. Er ist Kriminalrat AD, leitete die Mordkommission in Trier und vernachlässigt sich sträflich. Ich kann Ihnen nicht einmal sagen, ob wir einen derartigen Patienten haben. Wie kommen Sie denn darauf? Nichts als scharfe Kombinationsgabe. Rodenstock ist treu. Er wechselt nicht so gern die Krankenschwestern. Was wollen Sie wirklich? Ich suche ihn. Ich suche ihn dringend. Da gibt es eine Frau, die pausenlos heult. Und ich brauche ihn, weil ein Mordfall ansteht und er mir helfen soll. Und ich denke, er hat dem Personal bei euch den Befehl erteilt, so zu tun, als sei er gar nicht vorhanden und vor allem keine Besucher zuzulassen. Das läuft aber nicht. Der Mann wird gebraucht. Reden Sie immer so viel? Nein. Außer es geht um Rodenstock. Also, ist er bei Ihnen und ist er in Gefahr? Ob er hier ist, weiß ich nicht. Darf ich nicht wissen. In Gefahr ist er nicht. Reicht das? Das reicht, danke. Liegt der Mann überhaupt oder spaziert er einfach nur herum? Also, sagen wir mal so, er ist, soweit ich das beurteilen könnte, wenn ich den Mann zu behandeln hätte, nach Ihren Schilderungen durchaus nicht bettlägerig zu nennen. Mhm. Trotzdem darf er partout keinen Besuch. Sie wollen mich im Ernst wieder wegschicken? Nun ist es aber gut, ja? Eigentlich haben Sie ja gar keine Befugnis. Und Ihr Auftreten wird ganz bestimmt nicht zu seinem Seelenheil beitragen. Wenn Sie sich da mal nicht vertun... Also gut, ich bin ganz brav. Aber nur unter einer Bedingung. Naja, Damenbesuch ist natürlich
was ganz anderes, wenn Sie das meinen. Danke, Doktor. Ich werde Sie wärmstens weiterempfehlen. Emma. Hm? Geschlafen? Ja. Eine getanere Arbeit. Ja, ein bisschen. Rodenstock ist auferstanden, Mädchen. Ich hab ihn erwischt. Was? Ja? Wo ist er? Nein, das will ich gar nicht wissen. Oh, was geht ihm gut? Ja, geht es ihm gut. Und du fährst morgen nach Trier ins Brüderkrankenhaus. Oh, da ist er. Der Oberarzt heißt Kirsch und sagt Rodenstock. Ich kann ihn verstehen, aber er soll gefälligst seinen Hintern hochheben und zur Arbeit erscheinen. Sie befindet sich in ihrem Schlafzimmer im Erdgeschoss. Sie ist unverletzt. Und er ist ihr auch nicht zu nahe getreten. Damit ist auch nicht zu rechnen. Es sei denn, er wird panisch. Und Panik wollen wir vermeiden, oder? Tut mir leid. Meine Nerven lassen nach. Das ist nicht weiter verwunderlich. Neben mir sitzt ein Doktor. Was soll das? Ich brauche keinen Arzt. Ich wäre da nicht so sicher. Ich brauche keine Hilfe. Ich kann Sie dazu zwingen. In Fällen wie diesen muss das manchmal sein. Er ist okay. Er ist durchaus nicht okay. Die Belastung ist ungeheuer hoch. Ja, scheiße, Mann, da drin ist meine Frau mit einem Tier, ja? Soll ich vielleicht reingehen und dem Tier Zucker in den Arsch blasen? Nein. Also, dann dreschen Sie keine Allgemeinplätze mehr. Das tut meinem Hirn weh. Nicht so hart, Baumeister. Sie könnten durchaus etwas nehmen, was Sie zumindest beruhigt. Arzt und Psychologe bin ich hier. Und das Zeug da, das lässt mich nicht einschlafen. Das macht mich nicht besoffen. Nein. Wenn Sie mich bescheißen, dann reiß ich Ihnen die Eier ab. Gut, ich nehme das Zeug. Also. Wann kommt denn der Hubschrauber? Nicht vor morgen früh. Wir brauchen Zeit, um das Geld zu besorgen. Er verlangt eine $500.000. Gebraucht in kleinen Scheinen. Die Bundesbank kümmert sich drum. Gehen Sie jetzt bitte in diese Kabine. Wir schneiden das Gespräch mit. Hallo? Hallo, Baumeister. Mein Gott, wo warst du denn? Nicht weit weg. Eigentlich nur ein paar Kilometer. Ich war bei Thomas und seiner Frau auf dem Hof. Wieso? Naja, ich hatte doch kein Geld bei mir. Ich hätte ja nicht mal tanken können. Ich bin zu Thomas und ich habe ihm gesagt, ich müsste nachdenken. Die waren sehr nett zu mir, weißt du? Wie geht es dir? Nicht gerade rosig, aber immerhin. Ich bin ganz ruhig und zuversichtlich. Schön. Cottbus steht neben mir. Er behandelt mich gut. Also normal, würde ich sagen. Wenn ihr ihm das Geld und die Flugzeuge gebt, ist alles paletti, Baumeister. Ja. Und was machen wir, wenn alles gelaufen ist? Ne? Ich würde gerne nach Euskirchen fahren, Quadfliegs Tabakladen gehen und mir eine Pfeife andrehen lassen. So ein richtig teures Stück. Kommst du mit? Gern. Und vergiss nicht, dass ich dich liebe. Ich dich auch. Kann ich mal den Cottbus haben? Ja. Herr Cottbus. Ja, Cottbus hier. Baumeister. Tag, Herr Baumeister. Tut mir leid, die Aufregung. Es tut mir wirklich leid. Sie müssen nicht Konversation. 2 bis 3 Stunden her. Wer hat denn was davon, den BND-Hierarchen umzunieten? Keine Ahnung. Fällt Ihnen was auf an der Leiche? Genauso zersägt wie der General. Und auch 9mm Geschosse? Stimmt, genau. Wo ist der Mechernich? Wie bitte? Mechernich ist heute Morgen hierher gefahren. Wahrscheinlich, um sich mit Meyer zu treffen. Ach. Irgendwelche Spuren? Nicht die geringsten. Wussten Sie, dass Meyer hier kommen würde? Niemand wusste das. Wer hat Sie denn informiert? 2 Leute von der Rheinzeitung. Die wollten hier die Trümmer vom Haus des Generals fotografieren. Dabei gingen sie den Hang hoch und fanden die Leiche mitten auf einem Waldweg. Aber das Büro von Meyer, die müssen doch... Nix wissen die. Im Gegenteil. Sie haben ihren Chef um 10 Uhr erwartet, weil er trotz Wochenende eine Konferenz angesetzt hatte. Mhm. Behaupten sie jedenfalls. Naja, jetzt folgt das übliche Spielchen. Hubschrauber aus Bonn und der ganze Rattenschwanz. Ja, dann mache ich mich jetzt auf die Suche nach Mechernich.
Warst du erfolgreich? Fast ein bisschen zu viel. Ich habe Mecha nicht aufgespürt, ziemlich verstört, irgendwo im Wald. Weißt du, Carlo war kein harmloser Naturfreak. Er hatte den Auftrag, den General zu überwachen. Und Meyer wollte heute Morgen Carlos Vater vor Ravensteins Haus treffen. Ich verstehe überhaupt nichts. Beruhige dich. Wenn Geheimdienste mitspielen, lauert an jeder Ecke ein Bluff. Hm? Übrigens, schon vor Hertrich ist nichts zu erwarten. Ja. Aber eins ist ganz klar, sie waren Brüder im Geiste, der Hertrich und der General. Und noch was. Hertrich, das war abgesprochen mit allen Parteien in Bonn, sollte nach seiner Rückkehr, und jetzt halte ich fest, Chef des BND werden. Was? Das ist ja ein Hammer. Was machst du jetzt? Ich weiß es nicht. Eigentlich müsste ich diese kleine Nutte in Godesberg auftreiben. Dann tu das. Wir dürfen jetzt keine neuen Spuren aufweisen, sondern müssen erstmal die alten nach Möglichkeit eliminieren. Wir brauchen ein freies Arbeitsfeld. Ja, ja. Du und deine klugen Sprüche. Was Besonderes? Na sicher. Und was? Eichen 400. Kommt drauf an. Ich hätte gern Auskunft. Namen und gegenüber gar kein Mensch ist? Die Leute machen eben auch Urlaub. Aber das sind doch gar keine Schulferien über euch. Wo bist du dann? Hier im Arbeitszimmer. Wahrscheinlich hatte die Akte gelesen und dann einfach vernichtet, um niemanden in Gefahr zu bringen. Sich selbst auch nicht. Kluges Mädchen. Aber trotzdem sind die Aufklärer wie verrückt hinter seinem Exemplar her. Das kann nur bedeuten, dass es ein nicht nummeriertes Exemplar ist. Diese Kopien sind nummeriert, sodass Verwechslungen nicht vorkommen können und kein Unbefugter darüber verfügen kann. Und das wiederum hieße, der General hatte Helfer. Irgendwo, wahrscheinlich bei der Bundeswehr. Wahrscheinlich in diesem Bundesamt für Fernmeldewesen. Ach, guck mal da. Ja? Hier unter dem Leder hier steckt ein Zettel. Ewald Hertrich. Was? Zur Zeit 64502. Saint-Jean-de-Luz, Frankreich, Biscaya. Zeig mal. Rufnummer wird nachgeliefert hier. Da steht einwandfrei. Ewald Hertrich, ja. Kennst du ihn? Ja. Das war ein Bundestagsabgeordneter, der in Ex-Jugoslawien in die Luft gesprengt wurde. Aha. Er war dort für die UNO Verwalter einer Stadt. Ich kannte ihn gut. Das Rheinland, wie es singt und lacht. Lass mich mal. Guten Abend. Können Sie uns vielleicht weiterhelfen? Ja, sicher doch. Kommt her zu mir, die einsam und verloren seid. Entschuldigung, wir hatten eine Einladung zu General Ravenstein. Letztes Haus auf der linken Seite. Aber er ist nicht da. Die Nachbarn gegenüber, rechts und links auch nicht. Wir verstehen das nicht so ganz. Das ist alles ungeheuer komisch. Nee, das ist ja nicht komisch. Nee, die sind für eine Nacht ausquartiert worden. Aha. Wissen Sie? Ja, evakuiert nennt man ja, das. Ja, so, wir ne? sind doch alles Hermann. Kleine. Hermann, ist das gut? Also mal nehmen Sie den um Jottes Willen nicht so ernst. Der ist nämlich ständig besoffen. Quatsch. So, und jetzt erzählen ich euch ins Flöck, also die passen Sie auf, die Stadt. Die Stadt, die hat nämlich festgestellt, dass in der Kanalisation da drüben jede Menge explosive Jase stehen. Und die werden heute Nacht oder morgen ganz früh abgesaugt. Mhm. Ja, so, ja. Deshalb. Ja, so ist das. Ja, dann danke für die Auskunft. Ja, gerne schön. Schönen Abend noch. Ja, viel Spaß. Dankeschön. Respekt, Emma. Guter Riecher. Überleg mal. Sie haben das Jachthaus und diese elenden Schuppen hier vollkommen demoliert und sind gegangen. Warum riskieren Sie das? Weil Sie immer noch nicht fertig sind mit Ravensteins Domizil. Vorsicht! Come on, let's get him. He won't. Bleiben Sie stehen. He won't shoot. No. One, relax. Bleiben Sie stehen, habe ich gesagt. Ah, oh, shit! Sperren Sie ein. Ins Bad. Fuck, you're gonna pay for this.
Sie sollten sich geehrt fühlen, Becker. Glatter Beinschuss. Rodenstock hat noch nie auf einen Menschen geschossen. Toll. Hallo Emma, wir wollten uns mal melden. Ja, hier ist soweit alles in Ordnung. Wie geht's dir, mein Herz? Rodenstock, kannst du dein Liebesgeflüster nicht auf später verschieben? Kommt nicht so gut in Anwesenheit gebrochener Herzen. Hä? Ja? Ja? Hey, Rodenstock, hast du gehört? Was? Was ist los? Ja. Gut, bis später. Hey, du siehst ja aus wie eine Wasserleiche. Hallo, Kumpel. Hier bin ich. Was ist los? Cottbus ist in deinem Haus. Und der Dina. Wieso Dina? Was soll das? Dina ist nicht da, also wieso hat Cottbus Dina? Willst du mich verarschen? Emma rief vor einer Viertelstunde bei dir zu Hause an. Sie hatte Angst, dass wir sie angeflunkert haben und doch wieder im Haus sind. Stattdessen meldete sich ein Mann, aber ohne Namen. Scheiße. Emma fragte, ob jemand zu Hause sei, und der Mann sagte, Moment mal. Und dann war Dina dran. Sie ist vor 2 Stunden zurückgekommen und Cottbus war schon drin. Er will ihr nichts tun, wenn ihm freier Abzug garantiert wird. Er will nur genügend Geld und einen Hubschrauber nach Köln warnen und von dort eine Maschine nach Warschau. Emma glaubt, dass er dort Kumpel hat, die ihn verstecken. Er will sich wieder melden. Er hat sich jetzt schon 2 Stunden... Ja, aber reg dich nicht auf, Baumeister. Er ist nicht der Typ, der Frauen prügelt. Hör mit dem Scheiß auf! Was ist, Rodenstock? Was machen wir jetzt? Wenn ich sofort angreife, habe ich vermutlich eine gute Chance. Du hast gar keine Chance. Du musst dir jeden Alleingang aus dem Kopf schlagen, hörst du? Wahrscheinlich steht die ganze Logistik auch schon. Sie werden ihr Hauptquartier unten an der Kirche aufgemacht haben. In der Regel nehmen sie 2 neutral lackierte Busse. Ich möchte nach Brück. Wie bitte was? Was hast du gesagt? Ich will nach Brück und versuche nicht, mich davon abzubringen. Okay, sehr gut. Aber lass mich fahren, okay? Kommen Sie herein, meine Herren. Wir haben Sie schon erwartet. Tag. Note. So ist es. Also, wir sollten uns aufteilen. Du übernimmst das Jagdhaus. Wir halten Kontakt über Handy. Lass dich nicht sehen, bitte. Kein Anfall von Heldenmut. Okay, du aber auch nicht, klar. Pass auf dich auf. Schon dran. Ja, bitte? Emma? Eingeschlafen? Ich habe gerade vom Rodenstock geträumt. Morgen hast du ihn wieder, Süße. Wie spät ist es? 2 Uhr. Hier kommt irgendwas in Bewegung. 2 Streifen. Bist du in Sicherheit? Na klar, alte Chamäleon-Nummer. Auf dem Flachdach, 3 Häuser vom General entfernt. Die sperren hier klammheimlich alles ab. Komisch. Löschfahrzeuge? Sag mal, bist du Hellseherin? Die kommen da gerade, gefolgt von einem schwarzen Fahrzeug. Was machen die? 6 schwarze Typen steigen aus. Verschwinden im Haus. Das sieht aus wie in einem schlechten B-Picture. Wie immer bei Sean de Commandos. Emma, da ist jemand. Ich muss Schluss machen. Pass auf, Sigi. Was machen Sie denn hier? Wie kommen Sie überhaupt hier rauf? Hä? Ich bin mit dem Transit gekommen. Beobachter. Hiesiges Revier oder Bereitschaft? Bereitschaft. Hast du mal Feuer, Kumpel? Ah, sicher. Danke. Stimmt das eigentlich mit den Terroristen? Terroristen? Also... Eigentlich darf ich ja nicht, aber... Na komm schon. Leider ja.
Na also, es geht los. Ich glaube, ich muss dann langsam mal wieder. Weißt du, immer habe ich diese Scheißjobs. Das war in Wackersdorf schon so. Da warst du doch verrückt. Kenn ich. Kenn ich. Legt sich nicht ins Zeug. Herr Baumeister, ich grüße Sie. Oh, die CIA. Welche Ehre. Na, haben Sie der Konkurrenz zugeschaut, wie die so etwas erledigt? Die Deutschen erreichen durchaus internationalen Standard. Und was werden Sie daraus machen? Das hängt von den Redaktionen ab, nicht von Ihnen. Nein. Die sind mit Cottbus und seiner rechten Hand durch einen Draht verbunden. Wenn Cottbus den Kontakt schließt... Das ist nicht wahr! Doch. Oh Gott. Das ist richtig. Beten wäre nicht schlecht. Ich muss sofort zurück. Ich will sofort mit dir reden. Wie geht es Ihnen? Nicht besonders. Wie lang ist der Draht, der die beiden verbindet? Etwa 8 Meter. Aber machen Sie sich keine Hoffnung. Das klappt nicht. Ich mache mir aber Hoffnung. Naja. Vor ungefähr 14 Tagen hatten Dina und ich einen Streit. Sie hatte plötzlich die Idee, Kriminalgeschichten zu schreiben. Ich sagte ihr, dass ich absolut nichts davon halte, aber das bremste sie nicht. Sie schrieb eine. In dieser Kurzgeschichte wird ein Mann entführt. Er kann nur heil und unversehrt aus der Geschichte herauskommen, wenn er es riskiert, mit einem Sprung rückwärts durch ein geschlossenes Fenster den Raum zu verlassen. Was? Ich sagte ihr, das ginge nicht, das würde ihr niemand glauben. Das sei vollkommen hirnrissig. Sie war wütend auf mich. Kann man ja verstehen, ich Idiot. Moment mal. Heißt das etwa? Ja, das heißt es. Das Verrückte an der Sache ist, dass der Sprung rückwärts durch das Fenster in einer lauen Sommernacht stattfindet. Um Punkt 3.10 Uhr. Das wäre eine Möglichkeit. Ist Dina sportlich? Absolut nicht. Sie hat noch nie eine Kniebeuge zustande gebracht. Ob vorwärts oder rückwärts ist eigentlich wurscht. Hauptsache ist, sie kommt durch die Scheibe geflogen. Um 3.10 Uhr. Wird sie sich an die Uhrzeit erinnern? Todsicher. Sie war unglücklich und hat geheult, weil ich sie so hart kritisiert habe. Dann rufen Sie sie an und sagen Sie ihr, ach was, Sie sind klug genug, um irgendeinen Schlüssel zu finden. Und vergessen Sie nicht, auch mit Cottbus zu reden. Es gibt aber ein Problem. Mein Haus liegt am Hang. Die Fenster sind vorne ziemlich nah über dem Boden. Aber das Fenster vom Schlafzimmer dürfte fast 2,50 Meter hoch liegen. Wir haben überhaupt keine andere Wahl. Das müssen wir riskieren. Ja, bitte. Ich bin es noch einmal, Baumeister. Ja? Ich komme nicht zur Ruhe. Und ich frage mich, warum Sie mir verschwiegen haben, dass meine Frau Eierhandgranaten auf dem Rücken trägt. Halt, Bonn wird erst zufrieden sein, wenn sie mich erschossen haben. Die haben Angst vor mir, weil ich Dinge aufdecke. Wahrscheinlich hatte die Akte gelesen und dann einfach vernichtet, um niemanden in Gefahr zu bringen. Sich selbst auch nicht. Kluges Mädchen. Aber trotzdem sind die Aufklärer wie verrückt hinter seinem Exemplar her. Das kann nur bedeuten, dass es ein nicht nummeriertes Exemplar ist. Diese Kopien sind nummeriert, sodass Verwechslungen nicht vorkommen können und kein Unbefugter darüber verfügen kann. Und das wiederum hieße, der General hatte Helfer. Irgendwo, wahrscheinlich bei der Bundeswehr. Wahrscheinlich in diesem Bundesamt für Fernmeldewesen. Ach, guck mal da. Ja? Hier unter dem Leder hier steckt ein Zettel. Ewald Herterich. Was? Zur Zeit 64502 Saint-Jean-de-Luz, Frankreich, Biscaya. Zeig mal. Rufnummer wird nachgeliefert hier. Da steht einwandfrei. Ewald Herterich, ja. Kennst du ihn? Ja.
Das war ein Bundestagsabgeordneter, der in Ex-Jugoslawien in die Luft gesprengt wurde. Aha. Er war dort für die UNO Verwalter einer Stadt. Ich kannte ihn gut. Bring doch eine mit. Das Rheinland, wie es singt und lacht. Lass mich mal. Guten Abend. Können Sie uns vielleicht weiterhelfen? Ja, sicher doch. Kommt her zu mir, die einsam und verloren seid. Entschuldigung, wir hatten eine Einladung zu General Ravenstein. Letztes Haus auf der linken Seite. Aber er ist nicht da. Die Nachbarn gegenüber, rechts und links auch nicht. Wir verstehen das nicht so ganz. Das ist alles ungeheuer komisch. Nee, das ist ja nicht komisch. Nee, die sind für eine Nacht ausquartiert worden. Aha. Wissen Sie? Ja, evakuiert nennt man ja, das. Ja, wir sind doch alles Hermann, kleine. Hermann, ist sie gut? Also mal, nehmen Sie den um Jottes Willen nicht so ernst. Der ist nämlich ständig besoffen. Quack. So, und jetzt erzählen ich euch ins Flöck. Also, die passen Sie auf. Die Stadt, die hat nämlich festgestellt, dass in der Kanalisation da drüben jede Menge explosive Jase stehen. Und die werden heute Nacht oder morgen ganz früh abgesaugt. Mhm. Ja. So, ja. Deshalb. Ja, so ist das. Ja, dann danke für die Auskunft. Ja, gerne schön. Schönen Abend noch. Ja, viel Spaß. Dankeschön. Ja. Respekt, Emma. Guter Riecher. Überleg mal. Sie haben das Jachthaus und diese elende Schuppen hier vollkommen demoliert und sind gegangen. Warum riskieren Sie das? Weil Sie immer noch nicht fertig sind mit Ravensteins Domizil, oder? So ist es. Also, wir sollten uns aufteilen. Du übernimmst das Jagdhaus. Wir halten Kontakt über Handy. Du hast dich nur in der linken Schläfe. Er hat nicht mal erschrocken ausgesehen. Da spielt einer verrückt. Emma, ihr Frauen solltet abhauen. Heute noch. Ich soll euch allein lassen. Keine Widerworte, sonst... Ich sage nur Trier. Aber der Mann schreckt doch vor nichts zurück. Okay, ich hab mich geschlagen. Also wohin? Nach Holland, in dein Haus. Ist das nicht übertrieben? Nicht die Spur. Rodenstock hat recht. Offensichtlich wird jeder, der den gesamten Vorgang kennt, getötet. Wir sind die Nächsten. Das ist doch verrückt. Cottbus ist völlig außer Kontrolle geraten. Auch in Brück sind wir nicht mehr sicher. Wir nehmen uns ein Hotelzimmer in Bonn und dann werde ich diese Stadt nicht eher verlassen, bis ich genau weiß, wie dieser Cottbus operiert. Und du glaubst, das wird dir einfach jemand so verklickern? Wir könnten uns eine Wohnung vornehmen. Da sucht er uns garantiert nicht. Mein Gott, Rodenstock. Und was ist, wenn er plötzlich auftaucht? Altes Polizeigesetz. Dann haben wir den Vorteil der Überraschung. Gib mir das Handy her. Ja, Bundeskanzleramt hier. Sie sind doch sicher von der Nachtschicht, nicht wahr? Ja, ich habe Selbstbereitschaft, ja. Ich brauche dringend einen persönlichen Kontakt zu Cottbus, wie die Stadtvorname Wilhelm. Wo finde ich den? Ist nicht hier, der ist aha, seit vier Tagen krank gemeldet. Na gut, ist etwas Schlimmes? Doch, sieht nicht danach aus. Ach, geben Sie mir doch sicherheitshalber mal seine Adresse, ich schicke einen Fahrer vorbei. Wie war das? Bedanke mich. Magdalenenstraße 6, aha. Wir können los. Hey, clever. Hoffentlich nicht zu clever. Also. Passt auf euch auf. Also dann. Ja, tschüss. 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 Ja, vorsichtig, ne? Was ist, wenn er im Bett liegt? Schraubenzieher. In seiner Verfassung wird er überall auftauchen, nur nicht hier. Schnell rein, Tierzug. Boah, das stinkt ja bestialisch. Verwesungsgeruch. Oh Gott, die nächste Schweinerei. Warte, ich mach Licht. Guck mal her, sieh dir das an. Richtige Junggesellenbude. Er hat Gehacktes gekauft und es vergessen. Riesenhaufen Maden. Oh. Ja, ab in Lokus damit. Oh. Was hast du denn? Siehst du aus wie eine Wasserleiche? Ja, so fühle ich mich auch. Ich fange in der Küche an, du nimmst das Bad. Moment mal. Heißt das etwa? Ja, das heißt es. Das Verrückte an der Sache ist,
dass der Sprung rückwärts durch das Fenster in einer lauen Sommernacht stattfindet? Um Punkt 3.10 Uhr. Das wäre eine Möglichkeit. Ist Dina sportlich? Absolut nicht. Sie hat noch nie eine Kniebeuge zustande gebracht. Ob vorwärts oder rückwärts ist eigentlich wurscht. Hauptsache ist, sie kommt durch die Scheibe geflogen. Um 3.10 Uhr. Wird sie sich an die Uhrzeit erinnern? Todsicher. Sie war unglücklich und hat geheult, weil ich sie so hart kritisiert habe. Dann rufen Sie sie an und sagen Sie ihr... Ach was, Sie sind klug genug, um irgendeinen Schlüssel zu finden. Und vergessen Sie nicht, auch mit Cottbus zu reden. Es gibt aber ein Problem. Mein Haus liegt am Hang. Die Fenster sind vorne ziemlich nah über dem Boden. Aber das Fenster vom Schlafzimmer dürfte fast 2,50 Meter hoch liegen. Wir haben überhaupt keine andere Wahl. Das müssen wir riskieren. Ja, bitte. Ich bin es noch einmal, Baumeister. Ja? Ich komme nicht zur Ruhe. Und ich frage mich, warum Sie mir verschwiegen haben, dass meine Frau Eierhandgranaten auf dem Rücken trägt. Halb Bonn wird erst zufrieden sein, wenn sie mich erschossen haben. Die haben Angst vor mir, weil ich Dinge aufdecken kann, die vielen gefährlich werden können. Und weil das so ist, muss ich mich absichern. Ich zünde die Granaten nicht leichtfertig. Mein Gott, Cottbus, seien Sie vernünftig. Die Frau hat Ihnen doch nichts getan. Ihre Frau ist meine Lebensversicherung. Kann ich sie haben? Ja. Moment mal. Ja, Baumeister. Hast du ein bisschen geschlafen? Ja, aber nur ein paar Minuten. Und du? Bist du nicht hundemüde? Ich denke, wir können schlafen, wenn alles vorbei ist. Ja. Ich wollte dir noch sagen, dass ich deinen letzten Text doch ziemlich gut finde. Ich dachte, du magst ihn nicht. Ich habe nachgedacht. Wahrscheinlich geht es nur so. Deine Lösung ist die einzige Möglichkeit für die Szene. Du musst später einfach nur überlegen, ob sie besser rückwärts oder vorwärts funktioniert. Ach, naja, ich verstehe. Das könnte man ja leicht ändern. Ich muss Schluss machen. Hm. Pass auf dich auf. Ja. Die haben. Und deshalb verhärtere ich seinen Mann, ne? Ja, und er tat alles, um den durchzusetzen. Was ist denn eigentlich mit diesem Bundestagsabgeordneten, den Sie schon mal erwähnt haben? Heiko Schiller? Kluge Frage. Das war der Konkurrent von Härterich. Ist sogar in der gleichen Partei. Aber die Tauben wollten Härterich, die Falken den Schiller. Aber nicht, dass sie denken, der Schüler hätte den General erschossen. Der ist viel zu dämlich. Wie kommen wir in diese Bundeswehreinheit nach Daunrein? Und wie kriegen wir einen Faden ins Amt für Fernmeldewesen? Ich weiß es nicht. Aber ich. Im Amt für Fernmeldewesen gibt es ein Koordinationsbüro. Das leitet eine Frau, mit der habe ich öfter telefoniert. Regierungsrätin oder so. Ursula Zimmer heißt die. Na, dann würde ich sagen, wir rufen sie morgen früh an. Und wen haben wir in der Bundeswehr in Daun? Also, ich weiß nicht. Oh, Sie wissen es doch, Na ja, da ist ein junger Mann, der bis jetzt Verbindungsoffizier der Kaserne zum General in der NATO war. Rolf Mehren. Dieser Mehren sollte als Härterichs Adjutant mit zum BND gehen. Der Junge ist nämlich Hölle. Und den rufen Sie bitte auch. Seepferdchen ist eine richtige Vielzweckwaffe. Sie weiß alles. Aber wenn wir Pech haben, erinnert sie sich erst, wenn der Fall gelaufen ist. Genau. Aber Sie haben ganz vergessen, mich nach der CIA zu fragen. Was müssen wir denn fragen? Naja, was denn die CIA von Härterich hält? Na, dann fragen wir das doch mal. Die CIA wollte mit aller Gewalt den Schüller unter Verfassungsschutz auch.
Ich wusste es doch. Was am Ende rauskommt, ist eine Riesenschweinerei. Haben wir sonst noch was vergessen? Nicht direkt, aber ich weiß, dass der BND den Antrag gestellt hat, das Gebiet in Jugoslawien abzuhören. Ich meine, das Gebiet, in dem Härterich die zivile Verwaltung wieder aufbauen sollte. Was? Und wann war das? Das ist es ja eben. Das geschah genau zu dem Zeitpunkt, als Härterich explodierte. Die Überwachung setzte eine Woche vor Härterichs Tod ein und endete eine Woche nach seinem Tod. Frische Reibekuchen mit Apfelmus, Herr. Ah, dann müssen wir eben auf deutsche Beamtenhirsche zurückgreifen, oder wie war das? Okay, ich hab mich geschlagen. Mit dem Ding willst du die Tiere knacken. Na hör mal, sowas lernt man bei uns schon in der Polizeischule. Okay. So. Oh nee. Guck dir dieses Chaos an. Dachte ich's mir doch. Fotografiere das Ganze. Ja. Ich schau mich schon mal ein bisschen um. Diese gottverdammte Männerspiele. Findest du es nicht komisch, dass in die Häuser nebenan und gegenüber gar kein Mensch ist? Die Leute machen eben auch Urlaub. Aber das sind doch gar keine Schulferien über euch. Wo bist du dann? Hier im Arbeitszimmer. Wahrscheinlich hat er die Akte gelesen und dann einfach vernichtet, um niemanden in Gefahr zu bringen. Sich selbst auch nicht. Kluges Mädchen. Aber trotzdem sind die Aufklärer wie verrückt hinter seinem Exemplar her. Das kann nur bedeuten, dass es ein nicht nummeriertes Exemplar ist. Diese Kopien sind nummeriert, sodass Verwechslungen nicht vorkommen können und kein Unbefugter darüber verfügen kann. Ja, und das wiederum hieße, der General hatte Helfer. Irgendwo, wahrscheinlich bei der Bundeswehr. Wahrscheinlich in diesem Bundesamt für Fernmeldewesen. Ach, guck mal da. Hier unter dem Leder hier steckt ein Zettel. Ewald Härterich. Was? Zur Zeit 64502 Saint-Jean-de-Luz, Frankreich, Biscaya. Zeig mal. Rufnummer wird nachgeliefert hier. Steht einwandfrei. Ewald Härterich, ja. Scheiße. Kennst du ihn? Ja. Das war ein Bundestagsabgeordneter, der in Ex-Jugoslawien in die Luft gesprengt wurde. Aha. Er war dort für die UNO Verwalter einer Stadt. Ich fand ihn gut. Bring doch eine mit. Das Rheinland, wie es singt und lacht. Lass mich mal. Guten Abend. Können Sie uns vielleicht weiterhelfen? Ja, sicher doch. Kommt her zu mir, die einsam und verloren seid. Entschuldigung, wir hatten eine Einladung zu General Ravenstein. Letztes Haus auf der linken Seite. Aber er ist nicht da. Die Nachbarn gegenüber, rechts und links auch nicht. Wir verstehen das nicht so ganz. Das ist alles ungeheuer komisch.